Ja, liebe Frau Rittinger, ganz herzlichen Dank für diese nette Einführung. Sehr geehrte Frau Rektorin Rade, sehr geehrte Frau Professorin Bronner, liebes Team, das das organisiert hat, sehr geehrte Damen und Herren Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Viscom Labs. Ich freue mich sehr, dass ich als Vertreterin des BMBF hier heute einleitend ein paar Gedanken und Thesen gleich mit in die Tagung hineingeben darf. Ganz vorneweg, ich bin wirklich total begeistert, wie groß das Interesse an dieser Online-Konferenz zur Wissenschaftskommunikation ist. Und ich danke Ihnen allen für Ihr wichtiges Engagement und die Zeit und das Herzblut, was Sie hier rein investieren. Es ist klasse, dass Sie, liebe Frau Rade und Frau Professor Borne, mit diesem vielseitigen Programm heute mit renommierten Expertinnen aus dem Bereich Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsjournalismus diesem Thema im Rahmen der Bund-Länder-Initiative innovative Hochschulen das in den Fokus rücken. Und wie Sie auch gerade so eindrucksvoll beschrieben haben, Frau Bronner, Ihr Wissen teilen, was Sie jetzt eben auch schon gesammelt haben in der vergangenen Zeit. Denn es ist ein zentrales Ziel des Bundes, den Austausch zwischen Wissenschaft, Gesellschaft, Politik, Medien und eben auch der Wirtschaft zu stärken. Und wir wollen mit dieser Initiative die Hochschulen beim Transfer unterstützen. Und ich bin überzeugt, dass das Viscom Lab heute mit dieser Veranstaltung einen ganz wichtigen Beitrag zum Capacity Building, den wir allerorts brauchen, eben auch leisten wird. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie alle sind Profis auf dem Gebiet des Transfer und der Kommunikation. Sie füllen mit Ihren Aktivitäten die Third Mission mit Leben. Und Third Mission hat sich mittlerweile ergänzend zu den Kernmissionen Lehre und Transfer fest an den deutschen Hochschulen etabliert. Und Transfer bedeutet nach unserem Verständnis eben nicht nur wissenschaftliche Ergebnisse in die Wirtschaft zu führen, sondern vor allem auch die Gesellschaft mitzunehmen und darüber in den Austausch zu gehen. Denn das wurde eben auch einleitend schon gesagt, Vertrauen in und die Akzeptanz von wissenschaftlicher Erkenntnis, von Innovationen und entsprechenden forschungspolitischen Entscheidungen, die entstehen ja nicht im luftleeren Raum. Eine funktionierende Demokratie braucht mündige Bürgerinnen und Bürger, die sich auf Grundlage von Fakten eine Meinung bilden können. Und wir brauchen, das merken wir gerade mehr denn je, auch eine Resilienz gegen Verschwörungsmythen. Und aus all den Gründen brauchen wir gute Wissenschaftskommunikatorinnen und auch unabhängige, gute Wissenschaftsjournalistinnen. Und nicht zuletzt in der Pandemie zeigt sich auch hier die Systemrelevanz eines einordnenden, kritischen, hinterfragenden Qualitätsjournalismus. Und gerade das Science Media Center, worüber Volker Stollertz ja gleich noch näher sprechen wird, leistet hier wertvolle Arbeit für das Gemeinwohl. Und auch gute Wissenschaftskommunikation ist am Gemeinwohl orientiert. Sie hat eine andere Funktion, und ich sage bewusst eine andere, nicht eine bessere oder schlechtere, sondern eine andere Funktion als Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder PR, die Reputation einer Einrichtung in den Fokus rückt. Wissenschaftskommunikation kann natürlich Elemente von beiden enthalten, aber ihre Zielsetzung ist doch eine andere. Und so, da teile ich dezidiert auch die Auffassung des Wissenschaftsrates, der in der vergangenen Woche das Positionspapier zur Wissenschaftskommunikation herausgebracht hat. Wir brauchen nicht ein Mehr an Kommunikation. Statt zu senden, sollte das Zuhören eine viel größere Rolle spielen. Sich einfach mal auf eine Science Bench zu setzen, wie Katja Becker in einem Zeitinterview kurz nach ihrem Amtsantritt als DFG-Präsidentin gesagt hat, bringt neue Erkenntnisse. Und so hat das Projekt Trio Transfer und Innovation in Ostbayern genau das mal ausprobiert. WissenschaftlerInnen haben auf Bänken in der Fußgängerzone Gespräche auf Augenhöhe mit Passanten zur Energiewende geführt. Man hat hier mitten in der Stadt direkt Kontakt und kann Ideen sammeln, so Professor Michael Sterner von der OTH Regensburg. Gute, wirkungsorientierte Wissenschaftskommunikation, so eine zentrale These, die ich für die Diskussion mit reingeben will, stärkt auch die anderen Kernmissionen Forschung und Lehre. Wer mit Menschen außerhalb seiner Fachcommunity in den Austausch geht, andere Perspektiven aufnimmt und sich damit auseinandersetzt, wird davon profitieren.
Und für eine gelingende, für beide Seiten bereichernde Interaktion braucht es Kompetenzaufbau, Qualität, Anreize und Anerkennung, wo Julia Wand gleich mehr drüber sprechen wird. Und es braucht vor allem, deshalb ist die Tagung auch heute so wichtig, ein gutes Teamwork, eine gute Zusammenarbeit von professionellen Kommunikatorinnen und den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die vielleicht eben auch noch ein bisschen Anreiz verstören müssen, warum das so eine tolle Sache ist. Mit dem Grundsatzpapier, ich komme jetzt auch gleich zum Ende, haben wir das Ziel ausgerufen, wirklich Wissenschaftskommunikation grundständig im Wissenschaftssystem zu verankern. Wir haben jetzt in diesem Jahr mit 150 Expertinnen und Experten in der Factory Viscom in einem sehr intensiven, kollaborativen Prozess die Handlungsperspektiven für die Wissenschaftskommunikation erarbeitet. Und es ist jetzt leider nicht genug Raum, da im Einzelnen drauf einzugehen. Aber Sie können den Ordner, der als Referenz dienen soll, bei uns kostenlos bestellen oder natürlich auch digital einsehen. Und ich kann Ihnen die Lektüre allen ans Herz legen, denn hier finden Sie gute Anregungen für Ihre eigene Arbeit. Denn jede Einrichtung ist eingeladen, das eigene Profil in Sachen Wissenschaftskommunikation zu schärfen und vor allem eine wissenschaftskommunikationsfreundliche Kultur zu schaffen und zu ermöglichen und die entsprechende Unterstützung zu geben. Ich wünsche Ihnen und uns allen jetzt erstmal eine spannende Tagung, einen Austausch, voneinander lernen. Und ich danke allen ganz herzlich, dem ganzen Team, dass das heute möglich macht. Viel Freude. Ja, ganz herzlichen Dank für diese sehr herzliche Begrüßung. Ich grüße Sie alle an diesem Montagmorgen und ich werde, wie eben schon vorgestellt, aus doppelter Sicht die Sicht der Universitäten und der Hochschulen einnehmen und ich werde gern auch etwas zuspitzen, damit es genug Input noch gibt für die weiteren Diskussionen im Laufe des Tages. Ich werde vier Thesen bearbeiten und werde dabei auf die Professionalisierung von Wissenschaftskommunikation an sich eingehen. Ich werde, wie schon angesprochen, auf die Anerkennung von Wissenschaftskommunikation eingehen. Ich werde auf die Reputation eingehen, was für mich nochmal auch etwas anderes ist als die Anerkennung von Reputation. Und ich werde gerne auf die Art und Weise eingehen, wie Wissenschaftskommunikation gemacht wird, beziehungsweise wie sie gemacht werden sollte. Beginnen wir mit dem ersten Bereich, mit der ersten These. Aus meiner Sicht hat sich die Wissenschaftskommunikation an Universitäten und Hochschulen in den vergangenen Jahren stark professionalisiert. Diese Professionalisierung muss aber auf unterschiedlichen Ebenen gesehen werden, also nicht nur in Bezug auf Ressourcen, wie es vorhin zu Recht auch schon angesprochen wurde. Und aus meiner Sicht reicht die Professionalisierung der Wissenschaftskommunikation an Universitäten und Hochschulen gerade vor diesem Blick auf unterschiedliche Ebenen noch nicht aus. Sie hat sich sehr stark professionalisiert, wird aber manchmal noch als nice to have angesehen, auch an Universitäten und Hochschulen oder auch so ein bisschen auch vielleicht als Anhängsel in Anführungszeichen, auch vor allem zeitlich gesehen, dass man sagt, okay, die Kommunikation ist etwas, darum können wir uns später kümmern, das reicht. Oder wie auch angesprochen wurde schon, es gibt andere Bereiche der Wissenschaftskommunikation, es gibt den Wissenschaftsjournalismus und häufig ist es auch so, dass dann die Wissenschaftskommunikation an den Universitäten und an Hochschulen auch im Vergleich mit anderen Bereichen der Wissenschaftskommunikation häufig etwas hinten ansteht. Beginnen wir mit der Aufhängung innerhalb der Institution. Frau Rittiner, Sie haben es angesprochen. Und ich nehme auch gerne etwas Bezug auf die Universität Freiburg. Dort ist der Bereich Wissenschaftskommunikation und Strategie ein eigener Rektoratsgeschäftsbereich, also gemäß Landeshochschulgesetz auch, dass es ein eigenständiger Bereich ist mit eigenständiger Zuständigkeit innerhalb des Rektorates. Und das, was ich daran positiv sehe und weswegen ich auch sehr gerne
diese Chance an der Universität Freiburg angenommen habe, ist nicht nur die Tatsache, dass es diese Position und diese Aufhängung in der Universitätsleitung an sich gibt, sondern es ist auch diese genannte Verbindung und das Verständnis von Wissenschaftskommunikation in Bezug auf Strategie. Also wie diese beiden Themenfelder zusammenhängen. Und daran sieht man nämlich, wie wichtig es ist, dass man Wissenschaftskommunikation von Anfang an mitdenkt, dass man die Wechselwirkungen auch erkennt und die Synergien auch erkennt zwischen Wissenschaftskommunikation und Strategie. Und ich hoffe, dass dies auch noch für weitere Hochschulen und Universitäten ein Vorbild sein kann. Das Thema Ressourcen vor dem Hintergrund Professionalisierung wird häufig genannt. Und ja, die Wissenschaftskommunikation an Hochschulen und Universitäten ist in den vergangenen Jahren gestiegen, hat zugenommen, aber man muss es berücksichtigen, immer auch vor dem Hintergrund des Aufwands, der gestiegen ist an den Universitäten, an den Hochschulen. Es wird viel, viel mehr von den Universitäten und Hochschulen verlangt als noch vor 10 Jahren in Bezug auf Wissenschaftskommunikation. Sei es, wenn man allein daran denkt, welche unterschiedlichen Kommunikationsformen und Kommunikationswege es mittlerweile gibt, wie vielfältig die Zielgruppen auch weiterhin gewachsen sind. Also wenn man an das klassische Verständnis, an das alte, in Anführungszeichen, Verständnis denkt, einer Pressestelle, da hatte man die JournalistInnen als Ansprechpersonen. Und heutzutage, wenn man sich das anschaut, hat man 10, 12 unterschiedliche DialogpartnerInnen, mit denen man ja in Kontakt treten möchte als Hochschule. Und von daher finde ich diesen ja, Anstieg in der Vergangenheit in Bezug auf die Ressourcen richtig und gerecht. Und es gibt auch immer noch Hochschulen und Universitäten, die auch in Bezug auf Ressourcen ein Mehr benötigen. Was sich auch vor dem Hintergrund der Professionalisierung getan hat, Frau Rittiner hat es auch angesprochen, die Ausbildung und das Verständnis für Wissenschaftskommunikation der WissenschaftskommunikatorInnen an Universitäten und Hochschulen, was früher vielleicht noch als ja auch Einsteigerberuf oder als Querschnitt, den ja man so mit einigen Ausbildungen machen kann, gegolten hat, ist heutzutage doch wirklich, auch wenn man Stellenausschreibungen sich anschaut, ein Berufsfeld, was wirklich auch ja, hohe Qualifikationswege erfordert und auch ja, dadurch in Bezug auf ja, die Ausbildung und die Hintergründe der Personen, die Wissenschaftskommunikation an Hochschulen und Universitäten machen, geworden. Ganz, ganz wichtig, und das zählt für mich auch zur Professionalisierung, ist das von Frau Kleitsch schon angesprochene Qualitätsverständnis. Ja, also je mehr ich ein Qualitätsverständnis verfolge an Hochschulen, an Universitäten, desto professionellere Wissenschaftskommunikation kann ich auch machen. Ich werde darauf gleich am Ende auch noch einmal eingehen. Die Anerkennung, die Wissenschaftskommunikation an Universitäten und Hochschulen erfährt, reicht aus meiner Sicht bei weitem noch nicht aus. Aber es ist richtig und wichtig, wie sich zurzeit mit der Frage dieser Anerkennung auseinandergesetzt wird. Und das beste Beispiel ist die Arbeitsgruppe Anerkennung und Reputation, die es im Rahmen der Factory Viscom gibt und gab. Und das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall ein richtiger Schritt. Und auch hier ist, muss die Anerkennung auf mehreren Ebenen gesehen werden. Das sind zum einen die Anerkennungsleistungen für WissenschaftlerInnen an Hochschulen und Universitäten. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten und die sollten aus meiner Sicht in den ja, kommenden Monaten noch weiter diskutiert werden. Also Anerkennung für WissenschaftlerInnen, die sich für Wissenschaftskommunikation engagieren. Aber, und das ist für mich auch eine Voraussetzung, es ist auch die Anerkennung für das Thema Wissenschaftskommunikation an sich. Und da ist auch der Rückbezug jetzt zu dem, was ich auch über die Universität Freiburg am Anfang berichtet habe. Wenn eine Institution sagt, das Thema ist uns so wichtig, dass es auf Universitätsleitungsebene verankert wird und es ist uns so wichtig, dass wir es auch gemeinsam und als Voraussetzung und als wichtiges Element der Universitäts- und Hochschulstrategie sehen, dann ist es für mich auch ein Zeichen von Anerkennung, nämlich eine Anerkennung für das Thema an sich. Und natürlich, und das darf man auch nicht vergessen, es ist für mich auch ganz wichtig, dass wir über die Anerkennung von WissenschaftskommunikatorInnen sprechen, also auch aus den zuvor genannten Gründen. Ja, es ist die Wissenschaftskommunikation auf mehreren Ebenen und auf auch vielen wichtigen unterschiedlichen Ebenen möglich, gerade an
wissenschaftlichen Einrichtungen. Und da dürfen jetzt auch bei der Diskussion über Anerkennungsleistungen auch die WissenschaftskommunikatorInnen aus meiner Sicht nicht hinten runterfallen. Kommen wir zum dritten Bereich, die Reputation von Wissenschaftskommunikation. Wie eingangs schon gesagt, geht diese für mich noch einmal über die Anerkennung hinaus. Und es geht, und das ist mir auch wichtig, bei Wissenschaftskommunikation immer um die Wissenschaft. Es klingt so banal und so einfach, aber ich finde gerade im Vergleich auch zu anderen Formen der Kommunikation von und über Wissenschaft, es ist mir wichtig, das immer wieder zu betonen, dass insbesondere an Universitäten, an Hochschulen, deren Kern ja die Wissenschaft ist, natürlich auch in ihrer Kommunikation die Wissenschaft im Zentrum der Kommunikation stehen muss. Und es geht auch an Universitäten und Hochschulen darum, die Wissenschaft zu stützen und es wurde vorhin auch schon gesagt, das Vertrauen in die Wissenschaft zu stärken. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, nicht nur des Wissenschaftsjournalismus, sondern auch der Wissenschaftskommunikation an Universitäten und Hochschulen. Und ich finde es sehr beruhigend und es wird sicherlich nachher im Laufe des Tages auch noch mal ins Gespräch kommen, dass auch im aktuellen Wissenschaftsbarometer mit einem ja vergleichbaren Wert von 73% wieder aus meiner Sicht viele Personen gesagt haben, dass sie ein sehr hohes oder hohes Vertrauen in Wissenschaft haben. Es geht bei der Reputation auch darum, WissenschaftlerInnen durch WissenschaftskommunikatorInnen zu befähigen, zu unterstützen und auch zu verteidigen, ja, wenn sie Hilfe brauchen im Rahmen ihrer Wissenschaftskommunikation. Und es geht, wie auch schon angesprochen, um die Reputation im Vergleich mit anderen Formen der Kommunikation von und über Wissenschaft. Es wird manchmal aus meiner Sicht noch etwas zu sehr die Wissenschaftskommunikation mit reiner Erfolgskommunikation verwechselt oder auch manchmal, ich sage es in Anführungszeichen, mit platter PR. Selbstverständlich gab es auch in der Vergangenheit mit Sicherheit Einrichtungen, die eher ein Erfolgsverständnis hatten von Kommunikation an den Hochschulen. Aber ich bin sehr froh, dass es hier auch in den vergangenen Jahren einen ja, Wechsel im Verständnis gab, einen Wechsel in der Sicht gab, hin dazu, dass man eine qualitativ hochwertige Wissenschaftskommunikation gerade an den zentralen Einrichtungen, die Wissenschaft betreiben, machen sollte, dass man weiß, wie sehr man auch verantwortlich ist für das Vertrauen in die Wissenschaft. Wir alle kennen die Beispiele aus den vergangenen Monaten, wo auch ja, Universitäten oder Universitätsklinika durch ja, aus meiner Sicht ja, nicht richtige Wissenschaftskommunikation dann auch dazu beigetragen haben, dass mit Sicherheit bei dem einen oder anderen in der Bevölkerung gesagt wurde, ja, warum soll ich da jetzt noch glauben, noch vertrauen? Und da finde ich es gut und wichtig, dass die Universitäten und Hochschulen da auch ihr Verständnis mit der Zeit immer weiter ändern. Selbstverständlich haben alle Formen der Kommunikation von und über Wissenschaft ihre Berechtigung und ihre gesonderten Schwerpunkte. Und das sollte auch vor dem Hintergrund ja, des Verständnisses, der Reputation, der Weiterentwicklung von Wissenschaftskommunikation an Universitäten und Hochschulen auch mit berücksichtigt werden und anerkannt sein. Vierter Punkt. Aus meiner Sicht müssen wir uns noch viel mehr als bislang mit der Art und Weise auseinandersetzen, wie wir alle Wissenschaftskommunikation machen. Wie eben schon angesprochen, es muss immer die Wissenschaft im Mittelpunkt stehen. Es müssen nicht immer wissenschaftliche Ergebnisse sein. Es sollen auch wissenschaftliche Zwischenergebnisse sein. Es soll auch das wissenschaftliche Vorgehen sein, ja, und gerne auch mal ein Misserfolg. Und ich glaube, dieses Verständnis muss sich noch etwas mehr wandeln. Und ich glaube, dann wird die Wissenschaftskommunikation an Universitäten und Hochschulen auch noch mal anders wahrgenommen, als sie es vielleicht auch in der Vergangenheit getan wurde. Hier auf jeden Fall auch ganz wichtig noch einmal der Bezug zur Qualität in der Wissenschaftskommunikation. Und das ist vielleicht jetzt auch etwas für den Abschluss und worüber man dann auch gerne noch einmal sprechen kann. Unter Art und Weise fällt für mich auch
dass aus meiner Sicht Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation dieselben Werte haben. Ja, also die Werte wie Transparenz, Offenheit, Glaubwürdigkeit, das gilt aus meiner Sicht sowohl für die Wissenschaft als auch für die Wissenschaftskommunikation. Und von daher ist gerade die institutionelle Wissenschaftskommunikation aus meiner Sicht auch so wichtig für die Wissenschaft. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Wand, für diese wirklich interessanten und wegweisenden Thesen. Jetzt möchte ich an Christine Graumann fragen, haben wir Fragen im Chat, Christine? Guten Morgen, wir haben aktuell keine Fragen im Chat und daher nochmal die Einladung, gerne den Chat nutzen, um Fragen zu stellen oder auch Hinweise zu geben. Ja, wunderbar, dann habe ich aber auch noch eine Frage. Frau Wand, Sie haben nochmal erklärt, wie das Modell an der Uni Freiburg ist. Vielleicht könnten Sie nochmal sagen, warum es eigentlich das Bekenntnis zur Wissenschaftskommunikation von ganz oben braucht. Ich finde es ganz interessant, weil ich einige der Gründe dafür jetzt auch erst sozusagen kennengelernt habe in meiner Arbeit. Also der eine ist natürlich ganz klar, dass in dem Moment, in dem eine Universität, eine Hochschule sagt, dieses Ressort ist so wichtig für uns, dass wir es als Ressort benennen, dass wir es auf unsere Webseiten schreiben, dass wir sagen, es gibt eine Person dafür. Das liegt, denke ich, auf der Hand. Was ich aber jetzt merke, auch ist die Wirkung nach innen. Ja, und die gefällt mir besonders gut. Also, dass die WissenschaftlerInnen dadurch, und da sind wir ja fast schon auch bei einem Element von Anerkennung und Reputation, dass ich habe mich mit zwei der neuen Prorektoren gemeinsam vorgestellt bei den Fakultäten. Und da hat man einfach gemerkt, dass einfach die Tatsache dadurch, dass es jetzt diesen Bereich gibt, dass es mich gibt. Also ich bin ja zusätzlich da zu der Kommunikationsabteilung. Ja, ich bin ja sozusagen, ich bin nicht Pressesprecherin, ich bin nicht Kommunikationsleiterin, sondern das gibt es selbstverständlich auch an der Universität Freiburg. Aber ich bin quasi in der Universitätsleitung für diese Themen zuständig und verantwortlich, dass allein dadurch viele sich schon gewertschätzt fühlen, gerade von den Personen, die auch in der Vergangenheit schon Wissenschaftskommunikation gemacht haben, da stark intrinsisch motiviert waren von den WissenschaftlerInnen oder die einfach vorhatten, was zu machen oder vorhaben, was zu machen und dadurch sich einfach allein dadurch schon ganz anders gewertschätzt fühlen, als es in der Vergangenheit war. Und es ist ja auch so, also es ist ja nicht nur so, dass es ein Zeichen auf dem Papier ist, sondern es ist wirklich so, dass der Universität und der Universitätsleitung das Thema insgesamt sehr wichtig ist, auch den anderen Mitgliedern im Rektorat. Und das spürt die Universität auch nach innen. Und das finde ich, ist einfach schon ein tolles Zeichen. Ja, und dann, wie gesagt, auch diese angesprochenen Punkte. Ich denke, dass man dadurch auch wirklich nochmal zeigen kann, dass es um viel, viel mehr geht als um reine PR für die Universität. Ja, sondern da hat sich das Verständnis wirklich gewandelt. Und wenn man dann sagt, man verknüpft es auch mit den anderen Ressorts, man guckt auch gerade hier die Verbindung zur Forschung, Qualitätskriterien, hatte ich eben schon angesprochen, Werte. Dann ist das aus meiner Sicht etwas, was der ganzen Universität auch hilft und nützt. Ja, herzlichen Dank und schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die schönen Worte. Ich hoffe, ich kann sie auch einigermaßen erfüllen, die Erwartungen. Ich habe zur Auflockerung ein paar Karikaturen mitgebracht. Wer das in der Factory Viscom in der Kommentierung gesehen hat, kennt das schon. Ich denke, am frühen Montagmorgen kann das dann die Unterhaltung auch ein bisschen mit hineinbringen. Ich hoffe, Sie können das jetzt sehen. Wunderbar. Ja, das sind Karikaturen von meiner Kollegin Doris Wolst vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Wir machen sowas gelegentlich gemeinsam, um unsere Eindrücke aus dem Alltag ein wenig augenzwinkern zu karikieren. Und die werde ich jetzt einfach illustrativ ein bisschen einstreuen. Vielleicht zu meinem Verständnis, ich verstehe Kommunikation sehr breit und umfassend als Austausch von Informationen zwischen dem System Wissenschaft und anderen Teilsystemen der Gesellschaft.
Und das heißt eben nicht nur mit Medien, sondern mit Politik, Wirtschaft, Behörden, Bildung, Bürgern unterschiedlichster Lebensstilmilieus und so weiter. In diesem Austauschprozess, und Frau Wandt hat das eigentlich schon ganz gut auch dargestellt, auch Frau Kleid, sind die kommunikativen Anforderungen an die Wissenschaft im Laufe der Zeit kontinuierlich gestiegen und auch komplexer geworden. Das Verständnis, was wir eigentlich immer so haben, ist, im Zentrum steht es, Wissenschaft verständlicher, manchmal auch unterhaltsamer zu vermitteln. Das ist aber nicht der gesamte Bereich. Nicht erst, aber spätestens mit der Exzellenzinitiative kam dann auch die institutionelle Positionierung im Wettbewerb dazu. Also Forschungseinrichtungen, die dann auf einmal entdeckten, sie stehen im Wettbewerb. Und damit nahm auch dann das böse Wort Marketing Einzug in die, vielleicht nicht Wissenschaftskommunikation, aber zumindest in der Art, wie Wissenschaft nach außen tritt. Mittlerweile hat die Politik die Spielregeln erweitert und fordert mit Nachdruck mehr und besseren Transfer in die Gesellschaft, fordert Wissenschaft auch auf, zur Lösung beizutragen von großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Und damit steht Wissenschaft auch vermehrt im Brennpunkt gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. Und die werden nicht nach wissenschaftlichen Regeln geführt, sondern eben nach ganz anderen Regeln. Und weil all diese mehr oder weniger neuen Herausforderungen ohne Kommunikation nicht zu bewältigen sind, gibt es im Wissenschaftssystem im Moment auch einen erfreulichen Konsens, und den begrüße ich wirklich ausdrücklich. Es braucht mehr Wissenschaftskommunikation. Das heißt für uns alle, wir arbeiten in einem boomenden Segment, was zunächst einmal eine ziemlich gute Situation ist. Wenn man dann genauer hinsieht, habe ich als Kommunikator zu den aktuellen Diskussionen auch ein paar kritische Fragen und Einwürfe. Die habe ich zum Beispiel eben auch zur Factory Viscom schon mal geäußert. Frau Kleid kennt einige davon schon. Und ich möchte eben, weil ich explizit darum gebeten worden sind, einige Gedanken dazu auch mit Ihnen teilen. Das erste klingt vielleicht ein bisschen schräg, wenn man zu Wissenschaftskommunikationsveranstaltungen eingeladen wird. Aber ich würde gerne erstmal fragen, was bitte ist eigentlich Wissenschaftskommunikation? Als jemand, der lange Jahre auch in ganz anderen Kontexten als der Wissenschaft gearbeitet hat, ich habe als Journalist gearbeitet, ich habe auch für Umweltverbände gearbeitet, irritiert mich oft, dass Wissenschaftskommunikation wie ein eigenes kommunikatives Genre gehandelt wird. Was tun wir? In erster Linie kommunizieren wir Themen, manchmal auch Institutionen, und wir dringen nur dann durch, wenn wir uns auf die Bedingungen der Kommunikationskontexte einstellen, nicht umgekehrt. Mein Eindruck ist häufig, in der Innenperspektive der Wissenschaft und auch in den Diskussionen, die wir dort führen, geht es ganz oft um die Frage, wie müsste die Welt innerhalb und außerhalb der Wissenschaft eigentlich sein, damit Wissenschaft besser verstanden wird. In der täglichen Praxis, und das werden Sie alle kennen, geht es eigentlich immer um die Frage, was muss Wissenschaft anbieten, damit die Welt bereit ist, zuzuhören. Das ist eine komplett andere Perspektive. Als Beispiel finde ich immer sehr sprechend, Eckart von Hirschhausen in einer Samstagabendshow, ist das eigentlich Wissenschaftskommunikation oder funktioniert die Sendung nach den Gesetzen eines Unterhaltungsformats? Also ist es Unterhaltungskommunikation, es ist beides, funktioniert aber nur, wenn das Unterhaltungsformat eben oder die Gesetze oder die Logiken des Unterhaltungsformats eben auch bedient werden. Man kann das beliebig weiterführen, ist wirtschaftswissenschaftliche Forschungsergebnisse, die Präsentation davon auf der Wirtschaftsseite der FAZ und Wissenschaftskommunikation, ist das Wirtschaftsberichterstattung oder an Corona konnte man das ja häufig auch studieren. Ein wissenschaftliches Thema steckt beinahe täglich in den Interpretationsroutinen politischer Berichterstattung und da geht es nicht immer wissenschaftlich zu, da geht es manchmal mit Zuspitzungen zu. Auf jeden Fall ist das eine ziemliche Herausforderung. Und deswegen, ja, wir kommunizieren wissenschaftliche Themen, wie andere auch, muss Wissenschaft dann aber den Umgang lernen mit den Bedarfen, mit den Eigenheiten und auch mit den Handlungslogiken auf Empfänger- und auf Publikumsseite. Und dann ist es egal, ob es um wissenschaftliche oder andere Themen geht. Besser kommunizieren heißt dann vor allem, bedarfsorientiert und aus Empfängerperspektive relevant zu kommunizieren. Also weniger die Innensicht, sondern mehr die Außensicht und dabei natürlich nicht zu vergessen, was der Wesenskern der Wissenschaft ist. Kann Wissenschaft das leisten? Ja, kann sie, aber nicht aufgrund von natürlicher Begabung.
und nicht ohne ihre eigenen Strukturen und Incentives zu optimieren. Ich glaube, da muss ich nicht viel ergänzen. Julia Wand hat das sehr gut dargestellt. Was mir in der Wissenschaft häufig fehlt, ist das Bewusstsein für die Notwendigkeit zur stärkeren Integration nicht wissenschaftlicher Expertise und praktischer Fachkompetenz in Systemwissenschaft. Ich habe oft das Gefühl, wir reden darüber, wir müssen nur die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler befähigen und dann wird das schon laufen. Nein, und da unterstütze ich das, was Julia Wand gesagt hat, ganz ausdrücklich. Es geht darum, wirklich Kompetenz, auch nicht wissenschaftliche Kompetenz, kommunikative Kompetenz ins Wissenschaftssystem zu integrieren. Wie kann Wissenschaft sonst relevant ins Mediensystem kommunizieren, wenn es nicht auch Experten in ihren Reihen gibt, die das Mediensystem verstehen? Wie kann sie relevant ins politische System kommunizieren, wenn sie nicht auch Profis beschäftigt, die wissen, wie das politische System funktioniert? Und dabei denke ich nicht an wissenschaftspolitische Lobbyarbeit, sondern wirklich an politische Lösungskompetenz. Ähnlich ist es im Kontakt mit der Wirtschaft und anderen gesellschaftlichen Gruppen. Relevante Kommunikation, davon bin ich sehr stark überzeugt, funktioniert immer nur kontextspezifisch, erfordert daher ein hohes Maß an Kontextverständnis und auch ein hohes Maß an nicht wissenschaftlichen Ressourcen und Expertisen. Die Tendenz, gerade in wissenschaftspolitisch hochaufgehängten Initiativen, scheint oft in eine andere Richtung zu gehen. Statt mehr kommunikative Kompetenz in das System Wissenschaft hineinzuholen, sollen die Experten der Wissenschaft zusätzlich zu Experten der Kommunikation werden. Und das überfrachtet die Rolle der Forschenden, was nicht heißt, das ist beziehungsweise umgekehrt, es ist gut und wichtig, Forschende zu qualifizieren und besser zu unterstützen, damit sie in Kommunikationskontexten gut bestehen können. Aber wir brauchen die Kommunikatoren als die Kommunikationsexperten. Und auch da kann ich Julia Wand nur unterstützen. Das Thema Karriere-Incentives ist auch ein wichtiges Thema. Auch das ist ja schon genannt worden. Ich möchte das nochmal ausdrücklich betonen, weil wir das im Alltag immer wieder spüren, dass gerade jüngere Wissenschaftler natürlich und Wissenschaftlerinnen natürlich unter einem erheblichen Druck stehen. Und wenn die Reputationslogiken im Wissenschaftssystem sich in der Richtung nicht ändern, wird es sehr, sehr schwierig, wirklich breit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für Kommunikation gewinnen zu können. Und dann komme ich ein bisschen zu einer kritischen Reflexion auch dessen, was wir selber vielleicht auch berücksichtigen sollten. Und das macht sich fest an der Tatsache, dass ja doch avisiert worden ist, dass es mehr Geld für Wissenschaftskommunikation geben soll. Es sollen auch vermehrt Forschungsgelder, Fördermittel an verstärkte Kommunikationsleistungen der geförderten Projekte gekoppelt werden. Und das ist erstmal gut. Aber wir haben unter Umständen das Problem, dass wir damit auch Anreize setzen, die vielleicht nicht immer unbedingt gut sind. Meine These, das kann dazu führen, dass vor allen Dingen der Druck auf Output erhöht wird und nicht unbedingt auch auf mehr Relevanz, mehr Sinnhaftigkeit, zielgerichtetere Kommunikation, Kommunikation in der Breite oder eine Kommunikation, die sich wirklich daran orientiert, was die Welt da draußen gerade braucht. Meine Prognose, wenn wir nicht aufpassen, werden wir noch mehr Webseiten sehen, deren Inhalte vor allem diejenigen interessieren, die sie selbst befüllt haben. Wir werden unter Umständen mehr Videoproduktionen mit großem individuellen Wendungsbewusstsein sehen, aber sehr bescheidenen Zugriffszahlen. Es kann auch sein, und das erlebe ich jetzt gerade, früher hieß es immer, ich will ein Video von wissenschaftlicher Seite, heute möchten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen Podcast. Also werden wir vielleicht auch häufiger erleben, dass erfolgreiche Formate schlicht kopiert werden, weil sie offenbar gerade in sind und vergessen dabei, dass eine singuläre Formatentscheidung niemals die Antwort auf eine fehlende Kommunikationsstrategie sein kann. Und ganz bestimmt, und das ist etwas, was auch seit vielen Jahren mich begleitet, dieses Thema, wir werden bestimmt weiter unzählige neue Logos sehen, die unter Marketinggesichtspunkten völlig sinnlos und eigentlich sogar kontraproduktiv sind. Und das kann man mit vielen Beispielen, von denen Sie auch einige kennen werden, auch sehr gut fortsetzen. Meine These, ohne kommunikationsspezifische Ressourcen kann die Wissenschaft ganz sicher nicht besser kommunizieren. Das ist
ziemlich zentral. Aber mehr Geld führt nicht automatisch dazu, dass sinnvolle, zielorientierte oder auch kontextadäquate Kommunikation entsteht. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder bewusst machen, auch wenn wir selbst wissenschaftliche Themen so wichtig finden und sie wichtig sind, dass wir in einer Informationsüberflussgesellschaft leben und deren zentrale Währung heißt Aufmerksamkeit. Und das ist da draußen ein sehr, sehr kostbares Gut auf einem hart umkämpften Markt. Und ich frage mich manchmal, ob es nicht richtiger wäre, statt sehr viel stärker Projektkommunikation zu fördern, auch nochmal sehr viel stärker projektunabhängige Kommunikationsprojekte zu fördern. Und damit meine ich auch nicht nur die Wissenschaftsjahre, und zwar Projekte, die relevantes Wissen zielgerichtet und kontextspezifisch aufbereiten und kommunizieren und nicht nur Projekte. Dann würde ich gerne, das war jetzt zu schnell, noch mal kurz was zum Thema Transfer sagen. Und beim Thema Transfer meine ich nicht nur Technologietransfer, sondern auch den Wissenstransfer. Und das ist ein Feld, das man, glaube ich, noch mal anders betrachten muss als die institutionelle Öffentlichkeitsarbeit. Normalerweise ist es so, dass Wissenschaft weitgehend selbstreferenziell nach ihren eigenen Regeln und Handlungslogiken agiert. Das ist auch in Ordnung. Und nur so kann sie ihren Wesenskern unabhängig gestalten und halten. In Transferkontexten ist vor allem aber ihre Lösungskompetenz außerhalb der Wissenschaft gefragt. In diesen Kontexten muss die Wissenschaft sich mit anderen Handlungs- und Prozesslogiken auseinandersetzen, als sie in der Wissenschaft üblich sind. Auch mit anderen Timings, mit Interessenskonstellationen, manchmal mit Wirkmächtigkeiten einzelner Akteure, die kontraproduktiv sind. Vor allen Dingen aber mit dem Faktor Mensch, der sich eher selten wissenschaftsbasiert verhält. Vor allem agiert Wissenschaft im Transfer häufig in komplexen, nicht selten auch komplizierten Prozessen, die Zeit, Ressourcen, spezifische Expertise brauchen und die nur in Interaktion funktionieren. Das alles hat dann auch sehr viel mit Kommunikation zu tun, und aus meiner Sicht ist das ohne Kommunikation, ohne eine starke Kommunikation, ohne eine professionelle Kommunikation auch nicht zu denken. Und mit einer Kommunikation, die in dem Fall dann nicht mehr in Zielgruppen aufgestellt ist, sondern in Interaktionsgruppen. Und das ist wiederum etwas ganz anderes, als Zielgruppen mit Botschaften zu bedienen. Interaktion ist immer ein dialogischer Prozess, ein Prozess, der gleiche Augenhöhe braucht, der Praxisbezug braucht und der nicht wissenschaftliche Zielorientierungen verfolgt. Denn Stakeholder, die von der Wissenschaft jetzt verstärkt erreicht werden sollen, sind nur bereit zur Interaktion, wenn sie auch davon ausgehen können, dass eine Zusammenarbeit mit der Wissenschaft gut investierte Zeit für sie ist, dass die Zusammenarbeit ihnen auch wirklich bei der Bewältigung ihrer Probleme hilft. Noch immer ist Wissenschaft in der Kommunikation für meinen Geschmack häufig zu angebotsorientiert, zu senderzentriert, manchmal auch ein bisschen selbstüberzeugt unterwegs. Und abschließend würde ich deswegen gerne sagen, es wird in der Kommunikation von Wissenschaft deshalb nicht nur darum gehen müssen, wie Wissenschaft aus sich selbst heraus ihre Botschaften besser senden kann. Ich glaube, dass Wissenschaft sich angesichts gestiegener Erwartungen an ihre gesellschaftliche Lösungskompetenz auch selbst in diese Richtung weiterentwickeln muss. Und dazu gehört auf jeden Fall eine breit aufgestellte, gut ausgestattete, professionell ausgestattete Kommunikation. Und damit würde ich dann erstmal enden wollen. Vielen Dank. Ja, liebe Frau Rittiner, vielen herzlichen Dank für diese sehr freundliche Einführung. Ich begrüße auch alle Teilnehmenden. Ich habe ein paar Folien mitgebracht und gebe einmal meinen Bildschirm frei. Ich hoffe, Sie können das jetzt alle sehen. Ja, Qualität in der Wissenschaftskommunikation und im Wissenschaftsjournalismus. Sie sehen bereits, ich habe Wissenschaftskommunikation in Anführungszeichen gesetzt, weil ich hoffe, dass wir darüber vielleicht auch ein bisschen diskutieren können. Ich habe Ihnen heute ein Qualitätskonzept mitgebracht, was man als ein funktionales Qualitätskonzept bezeichnen könnte, weil ich mich an der Funktion von Öffentlichkeit orientieren möchte. Also Qualität daran festmachen, weil welche Funktion öffentliche Kommunikation für unsere Gesellschaft hat. Und die Darstellung, die ich Ihnen jetzt zeigen werde, mag vielleicht für die ein oder andere etwas klassisch anmuten, aber vielleicht gerade auch deswegen etwas provokant.
Mir ist nämlich aufgefallen, dass in letzter Zeit häufig der Begriff Wissenschafts-PR fast schon wie ein Schmuddelwort benutzt wird. Es wird als schnöde bezeichnet, als banal, als profan. Stattdessen reden wir immer häufiger über Wissenschaftskommunikation. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Weil es vielleicht puristischer wirkt, vielleicht auch etwas erhabener. Stattdessen plädiere ich tatsächlich auch für eine mutige Differenzierung von Wissenschafts-PR und Wissenschaftsjournalismus. Ja, das Funktionssystem Öffentlichkeit können wir unterscheiden in vier verschiedene Kommunikationsmodi. Also öffentliche Kommunikation kann im weitesten Sinne unter vier verschiedenen Kommunikationsmodi erfolgen. Wir haben Werbung, wir haben Unterhaltung und wir haben Public Relations und Journalismus. Und diese vier verschiedenen Möglichkeiten beschreiben, wie öffentliche Kommunikation geschieht. Dazwischen gibt es natürlich auch Mischformen, wie zum Beispiel Infotainment oder Satire oder Propaganda. Aber im Wesentlichen lässt sich öffentliche Kommunikation mit diesen vier verschiedenen Modi beschreiben. Wissenschafts-PR und Wissenschaftsjournalismus beschreiben jeweils kleine Bereiche in diesem Feld und die Größenverhältnisse sind sicherlich hier auch nicht maßstabsgetreu, sondern rein schematisch zu verstehen. Öffentliche Kommunikation dient ganz allgemein dazu, das zu definieren, was in der Gesellschaft aktuell ist. Öffentliche Kommunikation definiert, was mehr systemrelevant ist. Gerade dem Journalismus kommt diese Funktion zu definieren, zu erklären, was es nicht nur für eine einzelne Person, für eine einzelne Organisation oder in einem bestimmten Teilbereich relevant, sondern was geht die ganze Gesellschaft an oder zumindest weite Teile der Gesellschaft. Worüber müssen wir uns alle Gedanken machen? So entstehen Krisen, so werden Krisen kommuniziert. Dadurch synchronisiert öffentliche Kommunikation die Gesellschaft. Wie ein Metronom kann man sich das vorstellen. Ja? Öffentliche Kommunikation gibt den Takt vor. Nehmen wir uns jetzt nur einmal den Bereich von Public Relations und Journalismus heraus. Und daran liegt vielleicht schon meine erste Provokation, denn natürlich gibt es auch Wissenschaftskommunikation im Bereich der Werbung. Natürlich gibt es auch Wissenschaftskommunikation, die unterhält. Also denken wir an Marketing, denken wir an Branding im Bereich Werbung, denken wir an Science Fiction oder ganz viele kreative Formate, wo ja viele von Ihnen auch mitwirken, die man dem Bereich Unterhaltung zuordnen könnte. Aber gerade diese Bereiche genießen wenig Glaubwürdigkeit in der Gesellschaft und haben deswegen auch viel mehr Freiheitsgrade. Während Public Relations und Journalismus mit relativ strengen Qualitätsmaßstäben gemessen werden und daher auch eine größere Glaubwürdigkeit in der Gesellschaft genießen. Und das macht sie für uns heute besonders interessant. Public Relations und Journalismus beobachten die verschiedenen Teilsysteme und in diesem Fall Wissenschaft und selektieren Informationen, Ereignisse, Themen aus diesem System heraus und stellen sie der Gesellschaft zur Verfügung. Und dabei spielen andere Systeme eine Rolle im Bereich Wissenschaftskommunikation. Es sind das sicherlich vor allen Dingen die Systeme Wirtschaft und Politik und Erziehung, die Einfluss nehmen auf diese Selektion von Themen, auf die Themensetzung, auf die Verarbeitung von diesen Informationen. Und das dürfen wir nicht außer Acht lassen, auch wenn ich das jetzt an dieser Stelle nicht so vertiefen kann. Ja, während Public Relations der Selbstbeobachtung des Wissenschaftssystems dient, man könnte auch sagen der Selbstdarstellung, hat der Wissenschaftsjournalismus die Aufgabe, dieses System von außen zu beobachten. Er leistet eine Fremdbeobachtung. Und darin liegt so ein bisschen der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Teilbereichen. Welche Qualitätskriterien können wir daraus ableiten für die verschiedenen Bereiche? Für den Wissenschaftsjournalismus habe ich zunächst einmal vier verschiedene Qualitätskriterien mitgebracht. Das ist zum einen Sorgfalt, Richtigkeit, Unabhängigkeit und Diskursivität. Sorgfalt, das meint die Recherche, die der Wissenschaftsjournalismus leistet. Richtigkeit natürlich auch vor allen Dingen die Faktentreue, Unabhängigkeit, wie es für den Journalismus generell auch wichtig ist. Und mit Diskursivität ist gemeint, dass Wissenschaftsjournalismus eben Informationen nicht nur vermittelt und erklärt, sondern eben auch einordnet, Schlussfolgerungen zieht, eine Erörterung ermöglicht, der Gesellschaft ein Zeitgespräch ermöglicht über das, was Wissenschaft tut und was Wissenschaft bedeutet.
Wissenschafts-PR ist vielleicht ein bisschen schwieriger zu sagen, was sind Qualitätskriterien für Wissenschafts-PR. Ich denke, diese drei Kriterien, die ich Ihnen mitgebracht habe, sind besonders wichtig. Transparenz, Loyalität und Responsivität. Transparenz meint, ja, dass Wissenschafts-PR tatsächlich Wissenschaft auch sichtbar macht, öffnet. Loyalität meint, das ist vielleicht ein Wert, ein Qualitätskriterium, womit viele nicht so viel anfangen können. Aber mit Loyalität meine ich in diesem Zusammenhang vor allen Dingen Loyalität gegenüber den Werten des Wissenschaftssystems. Also gar nicht mal so sehr nur die Loyalität gegenüber dem Dienstherren oder der Dienstfrau, dem Universitätspräsidenten etc., sondern eben gerade auch Loyalität gegenüber dem, wofür Wissenschaft in der Öffentlichkeit steht. Und Responsivität letztendlich, die Dialogfähigkeit mit dem Publikum, aber auch die Offenheit gegenüber journalistischer Recherche. Sie sehen, dass es aber auch allgemeine Kriterien gibt, die Wissenschafts-PR und Wissenschaftsjournalismus verbinden. Und das besteht darin, dass beide aufgerufen sind, die Evidenz und die Expertise von Wissenschaft aufzugreifen und sichtbar zu machen. Und beide sind gefordert, dies auf eine sehr verständliche Art und Weise zu tun. Beide sind auch dazu aufgerufen, Relevanz und Aktualität zu selektieren. Und Sie merken schon, gerade in diesen Bereichen gibt es viel Zoff zwischen PR und Journalismus. Also was gilt jetzt wirklich als relevant? Wie kann man Inhalte verständlich darstellen? Wie bleiben wir trotzdem faktentreu und stellen die Evidenz korrekt dar? Und darüber hinaus gibt es natürlich auch in den verschiedenen Bereichen mittlerweile eine Reihe von Ethikkodizes und Leitlinien, die das konkretisieren und den Akteuren konkrete Entscheidungshilfen an die Hand geben und helfen, sich zurechtzufinden und die Qualität ganz konkret zu sichern. So viel von meiner Seite. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen deutlich gemacht habe, wofür dieses Qualitätskonzept steht. Es steht für ein differenziertes Konzept von Qualität in der Wissenschaftskommunikation, wo es Zusammenarbeit gibt, aber auch deutliche Unterschiede. Herzlichen Dank. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich würde auch mal schnell meinen Bildschirm teilen und dann gleich loslegen. Ich kann nämlich wunderbar anknüpfen. Das beliebte Thema, was ist eigentlich Wissenschaftskommunikation? Es gibt ja interne Wissenschaftskommunikation und externe Wissenschaftskommunikation. Also fremdvermittelt über Wissenschaft kommunizieren, da fällt sozusagen der Journalismus drunter, den sehen Sie links unten. Und was mir immer wichtig ist, nehmen wir mal an, der Journalismus würde aussterben, also ihn gäbe es morgen nicht mehr, dann würde die fremdvermittelte Wissenschaftskommunikation über Wissenschaft natürlich nicht aussterben. Denn es reden ja ganz viele Menschen über Wissenschaft. Also Politiker reden darüber, haben wir in der Pandemie gelernt, die Wirtschaft, NGOs, Influencer, alle möglichen Menschen reden sozusagen über Wissenschaft. Insofern, wenn der Journalismus als Gatekeeper weg ist in einer digitalisierten Gesellschaft, dann heißt das nicht, dass die Wissenschaft direkt mit den Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren kann, sondern sie steht dann sozusagen gegenüber einer Flut von sozusagen interessegeleiteten, fremdvermittelten Wissenschaftskommunikateuren. Das wird oft vergessen und deswegen kämpfe ich für Journalismus, weil der Journalismus das System ist, was sozusagen als Intermediär zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit mit bestimmten Qualitätskriterien vermittelt. Jetzt kann man sich ja fragen, warum braucht es eigentlich Forschende in den öffentlichen Debatten? Man könnte ja sagen, ja, lass die doch forschen, ist doch alles gut. Und der Grund ist natürlich eigentlich relativ simpel. Ich habe das mal in einer These formuliert, besitzen epistemische Nähe zur Wirklichkeit. Das sind halt die Menschen, die sich irgendwie ganz gut auskennen mit sehr wichtigen Themen, die uns alle bewegen. Den Klimawandel wüssten wir gar nichts von ohne die Wissenschaft, nur mal so als Beispiel. Und deswegen gibt es ein sehr schönes altes Zitat, was eigentlich die Rolle von Experten ist. Ja, die sollen das Unsichtbare repräsentieren für all die anderen. Sie vertreten Menschen, die keine Wähler sind, Funktionen von Wählern, die nicht offensichtlich sind. Ereignisse, die außerhalb des Sichtfelds liegen, stumme und ungeborene Menschen und Beziehungen zwischen Dingen und Menschen, die sozusagen ja, neue Beziehungen vielleicht definieren kann. Ein Impfstoff zum Beispiel, der auf einmal uns schützt vor einem Erreger, den wir gar nicht sehen können. Das finde ich eine schöne Definition. Der Witz ist, die ist ziemlich alt, die ist von 1921 raus aus den Propagandaschlachten des Zweiten Weltkriegs. Genau. Was ist das SMC? Das SMC gibt es noch nicht so lange, ist jetzt 6 Jahre am Start. Ist eine gemeinwohlorientierte und redaktionell unabhängig arbeitende Institution, die Journalistinnen aller Ressorts bei der Berichterstattung über Themen mit Wissenschaftsbezug unterstützen will. Wer das mal sich anschauen will, kann einfach auf die Website gehen. Was machen wir? Wir haben eine ganze Menge von Angeboten, mit denen wir sozusagen den bei uns freiwillig registrierten Kolleginnen und Kollegen helfen können. Das sind mittlerweile 1600, die sich bei uns registriert haben. Und wir stellen denen sozusagen zeitnah und hoffentlich zuverlässig Einschätzungen und Zitate aus qualifizierten Wissenschaften kostenfrei zur Verfügung. Wir melden uns nicht zu allen möglichen Themen, sondern nur zu komplexen, unübersichtlichen und vielschichtigen öffentlichen Angelegenheiten. Ich nenne das jetzt hier mal Public Issues.
Und da stellen wir Expertise und Hintergrundwissen bereit. Und wie wir das machen, sehen Sie rechts. Da sind so ein paar Angebote. Besonderheit beim SMC ist, wir stellen keine fertigen journalistischen Beiträge her. Also es gibt keine DPA-Meldung oder sowas von uns, sondern wir liefern eigentlich nur den Rohstoff, der dann hoffentlich von Journalistinnen weiterverarbeitet wird in Berichte. Und dann haben wir noch ein Lab, in dem wir sozusagen Analysewerkzeuge für die journalistische Beobachtung der Wissenschaft entwickeln. Das ist deswegen wichtig, weil die Information einfach Wissenschaft eine Flut von Informationen liefert und die kann man überhaupt nicht mehr so ohne weiteres überblicken. Und da setzen wir halt moderne Methoden ein, um das zu leisten. Hier nur mal ganz kurz, was wir gemacht haben in verschiedener Form jetzt rund um die Pandemie. Wo wir praktisch versucht haben, ja, sowohl Wissenschaftler auch in die Öffentlichkeit zu bringen, auch die nicht so gut Bekannten. Wir haben eine Publikationsliste geführt, wir haben den statistischen Tagesreport gehabt und wir haben zu allen möglichen Themen Rapid Reactions und auch Forschungsarbeiten einschätzen lassen, unabhängig. Wir haben auch eine Investigation gemacht in Gesundheitsämtern. Also da ist eine ganze Menge passiert und da gab es auch eine ganze Menge Impact. Wir haben auch etabliert ein Format des virtuellen Pressbriefings. Früher haben wir immer gesagt, Pressekonferenzen sind irgendwie tot, können wir so nicht bestätigen. Hier sehen Sie die teilnehmenden Zahlen von den Pressbriefings, die wir im letzten Jahr gemacht haben. Und das ist doch relativ erfreulich, dass das Interesse für unabhängige Expertise, wenn sie denn im Rahmen von Wissenschaftskommunikation passiert, relativ hoch ist. Das freut uns natürlich. Und es freut uns auch, dass das, was wir ja versuchen, nämlich als Intermediär zwischen Wissenschaft und Journalismus ohne eigene Agenda, also ohne Wissenschafts-PR-Agenda, sozusagen von den Kolleginnen und Kollegen zunehmend als vertrauenswürdige Einrichtung gesehen werden. Das ist so und darüber hinaus aber auch im Wissenschaftssystem, und das war lange nicht so, anerkannt wird, dass wir auch ein gutes Beispiel dafür sind, wie man journalistische Unabhängigkeit sichern kann und trotzdem halt eben dem Journalismus im Umgang mit komplexer Wissenschaft helfen kann. Ich habe schon gesagt, wir haben inzwischen so rund 1500. Wir haben ein paar erste Daten auch, warum die Kollegen das Angebot jetzt schätzen. Das ist natürlich Zeitersparnis. Sie haben tiefere und zusätzliche Einblicke. Es gibt ein gewisses Sicherheitsgefühl bei der Selektion und Einordnung von Themen. Und wir arbeiten auch daran, das Verhältnis von Forschern und Journalisten einfach zu verbessern und bringen auch viele Rising Stars auf die Agenda. Dann haben wir sozusagen schon ein paar Befunde, ja, also Berichte, die wissenschaftliche Ereignisse, wo wir was gemacht haben, die sind in der Regel auch ein bisschen länger. Sie enthalten häufige Einschätzungen von unabhängigen Forschenden. Das freut uns eigentlich auch. Und es gibt auch so ein paar organisationssoziologische Untersuchungen, die uns schon eigentlich bescheinigen, dass wir da so ein Prototyp sind, offensichtlich, der künftig auch Modellcharakter haben könnte. Sage ich jetzt einfach mal so. Genau. Wichtig ist natürlich, wie werden wir finanziert? Wir haben sozusagen einen Hauptförderer, das ist die Klaus-Tschirer-Stiftung, ohne die würde es uns nicht geben. Die sichert eine Grundfinanzierung und dazu haben wir aber auch Förderer aus anderen Bereichen, die uns ebenfalls unterstützen. Allerdings müssen die alle die Satzung akzeptieren und uns praktisch dürfen uns nicht beeinflussen wollen. Und Sie haben gerade schon als Frage noch gehabt, zum Schluss vielleicht, ja, wie wählen wir die Experten aus? Also erstmal gibt es ein paar Studien ja dazu, dass eigentlich derzeit, das haben wir ja in der Pandemie jetzt auch alle zusammen erlebt, eigentlich nur Wissenschaftsjournalisten in der Lage sind, sozusagen domainspezifische Expertise in den wissenschaftlichen Disziplinen überhaupt zu erkennen und das auch zum Kriterium ihrer Auswahl zu machen. Also die Frage halt, ob ein Corona-Experte selber ein Corona-Experte ist und dort auch Forschungsarbeiten generiert, die stellt sich ein politischer Journalist nicht in erster Linie. Aber ein Wissenschaftsjournalist sehr wohl, und das ist auch genau einer dieser wertvollen Dinge, die Wissenschaftsjournalisten beitragen, nämlich, dass die bei der Expertenauswahl selbst Kriterien anlegen, wer überhaupt als Experte für eine domainspezifische Expertise zu gelten hat. Und das ist ein Befund, der ist jetzt nicht nur von mir, sondern den gibt es in der Forschung. Und wir versuchen, diesen Befund im Prinzip in den Alltag umzusetzen, indem wir halt einfach Experten identifizieren und identifiziert haben, auch während der gesamten Pandemie, aber auch darüber hinaus. Und zwar machen wir das immer dann, wenn wir ein Public Issue erkennen, dann suchen wir sozusagen zu diesem Public Issue die Teilaspekte, die diskutiert gehört werden, und dann suchen wir dann in den wissenschaftlichen Einrichtungen Deutschland, also deutschsprachig, Deutsch, Österreich, Schweiz, aber auch manchmal darüber hinaus, wenn es keine in Deutschland gibt, eben Experten, die dann in den öffentlichen Debatten relevant werden könnten und die halt aber auch die Kompetenz besitzen, dazu was sagen. Und da kann man auch schon sehen, dass wir in der Pandemie natürlich auch in einige Kontroversen hier reingeraten sind. Ich erinnere nur an die Drosten-Streeck-Kontroverse, da waren wir mittendrin und das ist auch okay so. Und wir versuchen da unseren Kurs zu fahren. Und insofern sehe ich jetzt als Hauptproblem und Hauptdiagnose in der pandemischen Berichterstattung den Großkonflikt zwischen dem Wissenschaftsjournalismus und dem Journalismus insgesamt,
über die Frage, wer soll eigentlich das Mikrofon bekommen und wann und in welchen Situationen. Und ist da ein bloßes Vielfaltselement tragfähig in dem Sinne, lass einfach die Experten sich vermehren, dann wird alles gut. Oder ist es so, dass wirklich der Journalismus über Wissenschaft eine besondere Rolle spielt, weil er eben in der Lage ist, hoffentlich jedenfalls, natürlich auch nicht immer, aber sozusagen die domänenspezifische Expertise innerhalb der Wissenschaften zu bestimmten Themen überhaupt erstmal zu erkennen. Und das wäre so ein bisschen meine These, die wir dann vielleicht noch gleich diskutieren können. Ist das überhaupt richtig oder ist das genau gerade der Vorwurf, der an den Wissenschaftsjournalismus gerichtet werden muss, dass er eben bestimmte Sprecher, die auch mal gehört werden wollen, in der Öffentlichkeit dann einfach ausschließt oder jedenfalls depriorisiert. Und wir jedenfalls im SMC stehen dazu, dass wir halt diese Expertise in den domänenspezifischen Wissenschaften suchen, je nachdem natürlich, welche Frage man hat und dass das auch legitimerweise so ist und richtigerweise so ist. Und denn wenn uns nicht mehr wichtig ist, dass die Menschen, die in der Öffentlichkeit auftreten, auch wirklich kompetent sind, dann haben wir das, was wir jetzt gerade wieder sehen, nämlich einfach eine Situation, in der, ja, wie soll ich sagen, wir eigentlich wie so eine Art Déjà-vu wieder in einer Situation sind, wo wir nicht mehr sein wollten. Vielen Dank, Frau Rüthiner, für die Einladung. Vielen Dank an das gesamte Plenum, dass ich hier was beisteuern und sprechen darf. Da freue ich mich sehr. Die DUZ, ich weiß nicht, ob die jeder kennt. Wir haben unsere Zielgruppe sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Menschen, die in Hochschulen das Hochschulmanagement betreiben. Wir haben aber auch Leserinnen und Leser in der Politik. Wir haben Leserinnen und Leser in Stiftungen, also in dem ganzen Umfeld, das sich mit Wissenschaft und Wissenschaftspolitik beschäftigt. Wir streifen insofern den Wissenschaftsjournalismus. Denn wir berichten eher nur ab und zu direkt über wissenschaftliche Ergebnisse. Wir berichten sehr viel auch über die Bedingungen wissenschaftlicher Arbeit. Wir beobachten insbesondere die Beziehungen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Insofern sind wir vielleicht auch an einer ganz passenden Schnittstelle unterwegs, was diese Veranstaltung betrifft. Wir beobachten, wie Wissenschaft mit Gesellschaft kommuniziert und wie die Wechselwirkungen sind. Ich sage es jetzt mal so allgemein und fülle das gleich noch. Wie verstehen wir unsere Rolle? Wir versuchen, ich glaube, da schließe ich sehr stark an meine Vorredner an, ich mache es knapp, wir versuchen, neue Inhalte aus dem Gegenstand unserer Berichterstattung, also von wissenschaftlichen Erkenntnissen bis hin zu Strategien von Hochschulleitungen mit knappen Ressourcen umzugehen. Wir versuchen Herausforderungen und auch Diskussionen aus dieser Fachwelt in unsere Öffentlichkeit zu transportieren. Wir versuchen, die Inhalte einzuordnen. Wir versuchen, Zusammenhänge herzustellen, über den Tellerrand auch zu blicken. Wir lassen gerne verschiedene Stimmen zu Worte kommen und auch miteinander sprechen. Wir versuchen, Widersprüche darzustellen. Das ist unser Anliegen. Wir denken, dass es auch dem Anliegen unserer Leserinnen und Leser entspricht, denn das ist eigentlich die, an die wir vor allen Dingen denken. Was werden die für Fragen haben? Worüber wundern die sich und was wünschen die sich vielleicht? Daraus ergibt sich, dass wir, also aus dieser Leserinnen- und Leserorientierung ergibt sich für Journalisten, ich erzähle jetzt wirklich Basics, aber das ist der Alltag, der jeden Tag neu zuschlägt. Es ergibt sich daraus immer wieder die Herausforderung, Interessantes, Neues, Zugespitztes, verständlich und auch einigermaßen mühelos konsumierbar darzustellen. Ich möchte mal mir einen schlanken Fuß machen und meinen berühmten Journalistenkollegen Jaranga Yogeshwar zitieren, der mir, als ich ihn Anfang dieses Jahres interviewt habe, da haben wir eine Strecke über Wissenschaftsjournalismus gemacht, der sagte zu mir, naja, Journalisten können nicht immer die gleichen Sachverhalte wiederholen. Also wenn uns das Geschehen nicht den Gefallen tut, sich zuzuspitzen, dann müssen wir selber zuspitzen, müssen neue Aspekte finden, neue Akteure finden. Das ist sozusagen der Druck, unter dem wir auch stehen und mit dem wir dann den Kolleginnen und Kollegen in der Wissenschaft unter Umständen auf die Nerven gehen. Ich bin ja auch gebeten worden, was zu den Diskrepanzen zu sagen, habe das schon eingeleitet, möchte aber unbedingt zwischenschieben, dass mein Beruf mir in der Regel sehr viel Freude macht, weil wir sehr viel mit Menschen zu tun haben, die im Grunde das, was wir brauchen, uns auch geben. Also wir kriegen sehr gute Interviews, wir haben total interessante Interviewpartner, die
spannende Diskurse führen, die immer wieder neue Perspektiven uns auch geben. Ich lerne da als Nichtwissenschaftlerin stets dazu und bin auch häufig begeistert über die Gastbeiträge, die wir kriegen, die komplizierte und komplexe Inhalte dann trotzdem schaffen, in eine Länge zu bringen, wie wir sie bei uns brauchen. Also ich möchte mal wirklich auch ein ausdrückliches Kompliment an viele Menschen machen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das betrifft auch die Kolleginnen und Kollegen in der Öffentlichkeitsarbeit, in den Pressestellen, wo wir häufig unsere Anfragen stellen. Da erlebe ich meistens, dass wir schnelle Antworten kriegen, dass man uns versucht zu helfen, dass man uns versucht, Gesprächspartner zu vermitteln und auch schnell reagiert. Wenn es Probleme gibt, dann haben wir die eher mit den einzelnen Wissenschaftlern, mit denen wir dann zu tun haben. Also, ich sage Ihnen mal ein paar Sachen, die uns das Leben schwerer machen. Menschen wollen sich nicht äußern. Also wir fragen an und wir finden niemanden, der sich äußert. Das ist so ein bisschen das Problem einer kleineren Redaktion. Ich glaube, wenn wir die Zeit wären oder der Spiegel, hätten wir es leichter. Aber ich glaube, es liegt nicht nur daran, es liegt auch daran, dass Menschen sich natürlich überlegen, wollen sie sich in eine Debatte einklinken und vielleicht auch unbeliebt machen oder streiten oder wollen sie das nicht? Und dann haben wir, gerade wenn wir versuchen, etwas Zugespitztes in unser Blatt zu bekommen, manchmal Schwierigkeiten, Leute zu finden. Und ich sage es auch mal am Rande, wir haben es schwer, manchmal Frauen zu finden, die für uns vielleicht mal einen Gastbeitrag schreiben. Also da kriegen wir eher Absagen, die nicht immer nur an der Kürze der Zeit liegen, die wir als journalistisches Medium auch leider vorgeben müssen. Wir sind auch manchmal konfrontiert mit der Erwartung, dass wir die Erfolge der Wissenschaftlerinnen oder der Institution, über die wir berichten, weitergeben. Ein Erfolg ist auch was Schönes, aber ein Erfolg per se ist noch keine Nachricht. Wir müssen also immer entweder die große Bedeutung mitteilen können oder jemand hat einen wirklich toll dotierten oder sehr renommierten Preis gewonnen oder dergleichen. Aber zum Beispiel, dass jemand eine DFG-Förderung bekommt, ist per se noch keine Nachricht. Interessanter wäre dann für uns, wenn das Projekt beendet ist, die Ergebnisse zu präsentieren. Und da gibt es manchmal auch unterschiedliche Erwartungen, sage ich mal vorsichtig. Wir haben also viel damit zu tun, dass man auf der anderen Seite zurückschreckt, Probleme und Widersprüche zu benennen. Ich erlebe manchmal, dass ich im formlosen Gespräch bei einer Veranstaltung oder im Hintergrund erlebe, dass man mir ganz aufgeregt sehr viel Kritisches mitteilt und es dann anschließend, wenn das offizielle Interview kommt, überhaupt nicht mehr äußert oder dass an dieser Stelle eine Kritik, die sich an dann vielleicht die professionellen Kommunikatorinnen und Kommunikatoren richtet, dass es dann hinterher so ein bisschen glatt gebügelt wird in der Bearbeitung. Und was sage ich ein bisschen? Also es wird glatt gebügelt und dann hat man so ein ganz weichgespültes Interview zum Beispiel, in dem die wirklich interessanten Punkte und Pläne gar nicht mehr gesagt worden sein wollen. Und dann kann es Konflikte geben in der Zusammenarbeit. Was ich auch erlebe, ist, dass man genervt ist, angestrengt ist, vielleicht auch überfordert ist. Und ich verstehe es auch darüber, dass wir manchmal laienhafte Fragen stellen. Zum Teil liegt es daran, also wenn Sie über die ganze Wissenschaft berichten, wie die DUZ, dann gibt es immer viele Bereiche, wo man sich nicht auskennen kann. Es ist ja aber auch so, dass unsere Leserinnen und Leser sich nicht auskennen. Selbst die akademischen Leserinnen und Leser, die wir haben, die kommen aus einem anderen Fachbereich und da weiß die Kunsthistorikerin nicht genau über Physik Bescheid und umgekehrt. Und da merke ich, dass es dann manchmal ein Zurückschrecken davor gibt, sich dem zu stellen. Wir als DUZ, wir versuchen im Grunde, und ich glaube, das machen ganz viele andere journalistische Kolleginnen und Kollegen auch, wir versuchen, die Brücke zu bauen. Von der Themenauswahl bis über die Zuspitzung bis hin zur Textbearbeitung. Und das ist eben nicht so, dass wir oberflächlich immer sind, sondern dass wir versuchen, sozusagen die Perspektive unserer Leserinnen und Leser
einzufangen und aufzunehmen und da die kommunikative Brücke zu bauen. Und dafür wünsche ich mir manchmal in der Zusammenarbeit mehr Verständnis. Vielen Dank. Jetzt sind wir in diesem Quadrat zu sehen. Also ich habe schon gesagt, Quadratur des Kreises. Ist es auch manchmal Forschende und Journalistinnen zusammenzubringen? Und ich möchte den Impuls von Frau Sonnenberg gleich mal aufnehmen, den letzten, und an Volker Stollertz die Frage stellen, wie gehen Sie denn konkret mit WissenschaftlerInnen um, die sozusagen Ihnen Statements schicken, aber wo Sie sagen, als Journalist brauche ich es doch schon konkreter. Ja, also erstmal ist es ja so, dass Forschende zum Forschen da sind und nicht in erster Linie zum Kommunizieren. Das muss man einfach auch mal anerkennen. Also wenn ich sozusagen neue Erkenntnisse liefern will, kann ich nicht zur gleichen Zeit diese Erkenntnisse kommunizieren. Insofern sind wir in einer Beziehung mit Forschenden, jedenfalls in unserem Fall, die selber ganz akut die Forschung vorantreiben. Und die müssen ja das von ihrer sonstigen Zeit abknapsen. Das heißt, wir stehen erstmal in einer Beziehung, das ist dann am Ende eine Vertrauensbeziehung. Und ich muss diesen Menschen erklären, warum es Sinn macht, sozusagen zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo wir das Gefühl haben, das könnte den Unterschied in der öffentlichen Debatte machen, seine Zeit sozusagen zu opfern, sage ich jetzt mal so, um sozusagen etwas anderes nicht zu tun. Das ist das Dilemma. So. Und das klappt nur, indem man in Beziehung ist. Und deswegen haben wir halt diesen Weg entschieden, dass wir eben nur auch nicht nur bei den registrierten Journalistinnen und Journalisten, sondern auch bei den Wissenschaftlern selber ja mit diesen Wissenschaftlern kommunizieren und mit denen in Beziehung treten und sie auch bitten, ob sie überhaupt im SMC mitmachen wollen. Und damit sind wir überhaupt schon mal in der Beziehung und poltern nicht einfach sozusagen durch die Tür und sagen jetzt aber schnell, sondern wir versuchen halt eher mit Menschen zusammenzuarbeiten, die schon verstanden haben, wie wir arbeiten. So, das ist erstmal die grundsätzliche Sache. Ich fand interessant den Aspekt mit den Forscherinnen, weil das treibt uns natürlich auch komplett um im Science Media Center. Und ich habe allerdings auch zwei Gründe anzubieten, warum das einfach so ist. Und das eine ist meiner Erfahrung nach, und das finde ich sehr, sehr spannend und das finde ich gut, dass weibliche, also Forscherinnen, beschränken das Feld ihrer domänenspezifischen Expertise stärker als Männer. Also Männer neigen eher dazu, auch über Dinge zu reden, von denen sie, sage ich jetzt mal streng genommen, nicht selber in ihrer eigenen Forschung unmittelbar auch wirklich einen Beitrag geleistet haben. Das ist einfach ein interessanter Befund. Das ist so und das finde ich gut, aber das führt halt dazu, dass sie öfter Nein sagen. So nach dem Motto, das ist nicht genau im Kern meines Forschungsfeldes und deswegen äußere ich mich. Das ist die eine Dilemma. Und das zweite ist, dass eben, ich habe ja schon gesagt, es geht um Zeit und Zeit ist knapp. Und da Forscherinnen in so vielen Gremien schon bereits sozusagen aktiv sind und sein müssen in den Institutionen, weil sie halt weniger sind, dass sie deswegen noch unter höherer Belastung stehen, dann noch was für die Öffentlichkeit sozusagen herzugeben. Und das ist dann sozusagen eine ganz klar strategische Entscheidung. Und die treffen ein paar Forscherinnen auch. Aber sozusagen, das ist offensichtlich der zweite Grund, warum Sie Nein sagen. Ja. Und ich kann beide Gründe wunderbar verstehen. Das ist sozusagen einfach logisch. Das ist sozusagen strukturell bedingt. Da kann man jetzt auch nichts dran ändern, mach's trotzdem. Sondern man muss halt die strukturellen Rahmenbedingungen ändern, sonst wird man daran nichts ändern. Aber Herr Stollertz, die Frage war nochmal, was machen Sie mit Statements, die unkonkret sind? Und wo Sie sagen, das ist zu unkonkret. Sprechen Sie mit den Forschenden nochmal und leisten Überzeugungsarbeit, weil Sie liefern ja die Geschichten an Medien und die wollen Konkretes. Ja, also ich, also in meiner jetzt meiner Erfahrung jetzt auch in der Corona-Pandemie, ich finde, dass wenn ich mir das angucke, was die Forschenden bei uns sozusagen an Output liefern, dann ist das nicht so sehr das Problem, dass sie nicht konkret sind. Das mag auch manchmal für einen Journalisten der Fall, dass er eine Frage stellt, auf die es keine Antwort gibt. Dann kann man auch nicht konkret werden. Sondern das ist meistens so, dass er so, ja, was kann ich davon jetzt zitieren? Und das ist ja was ganz anderes. Also bei unseren Statements von den Forschenden geht es in erster Linie um Verständnis dessen, worum es geht und Argumente, die eingebracht werden können und nicht so sehr das juicy Zitat, was halt sagt, das ist jetzt so und so. Und insofern ist eher das Dilemma, ja gut, was heißt das jetzt für den Journalisten? Und das heißt eben in unserem Fall, dass ein Forscher sich die Mühe gemacht hat, ein Statement abzugeben in einer Form der Konkretion, die vielleicht dann immer noch nicht genug ist. Das kann aber ja in der Sache selbst begründet sein. Und dann muss halt der Journalist sich überlegen, wie geht er jetzt damit um? Und ein verantwortlicher Journalist wird das eben zur Kenntnis nehmen und nicht ignorieren und nicht einfach ein Zitat raushauen, was halt nicht passiert. Und das Besondere am SMC ist ja, dass diese Statements der Forschenden bei uns auf der Webseite alle veröffentlicht werden. Und jetzt könnte man ja vermuten, dass ständig Forschende aus dem Zusammenhang zitiert werden oder irgendwie
so zitiert werden, dass sie sich da gar nicht wiederfinden. Das ist aber erstaunlicherweise gar nicht so oft der Fall. Also das ist eigentlich ganz verwunderlich und das zeigt ja auch, dass die meisten Kolleginnen und Kollegen jetzt gar nicht unverantwortlich mit diesen Statements angehen. Und die Konkretion, klar, der Journalist will es immer konkret auf den Einzelfall runtergebrochen und der Forschende, der eben allgemeine Muster erkennt, kann halt diesem Wunsch nicht immer entsprechen. Das ist halt einfach so. Das ist ja genau, was Forschung eben leisten muss und kann. Und sie kann halt nicht immer den Einzelfall erklären, aber sie kann halt das Muster hinter dem Einzelfall erklären. Und das ist halt Wissenschaft. Und ja, da will ich gleich an Frau Serong anschließen sozusagen. Frau Serong, Sie sind ja schon selber häufiger interviewt worden von Journalistinnen, vom Rundfunk oder von Zeitungen. Was denken Sie speziell, was jetzt das Verhältnis zwischen Journalistinnen und Forschenden anbelangt? Was ist wichtig da für eine gute Zusammenarbeit und gern aus den persönlichen Erfahrungen? Ja, ich glaube, das ist auch schon mehrfach heute angesprochen worden. Volker Scholz hat es gerade nochmal angeregt und Frau Sonnenberg auch durch das Zitat von Herrn Yogeshwar und auch Herr Röchert hatte darauf verwiesen, dass es halt manchmal so diese Diskrepanz gibt zwischen dem, was wir in der Forschung eigentlich tun und das, was sich dann letztendlich für die Öffentlichkeit als relevant oder aktuell erweist. Und das kenne ich auch hier aus eigener Erfahrung, auch bei uns am Institut. Also jede Woche kommen irgendwelche Medienanfragen über den Ticker. Und dann heißt es ja, wer möchte etwas sagen über den neuen Instagram-Trend? Warum gibt es jetzt nur noch Pandas anstatt Lamas? Dann gucken wir alle in die Runde, ja, wer möchte denn mal? Ja, und natürlich verstehen wir irgendwie, das sind die Themen, die die Leute interessieren, aber da kommen wir dann eben ganz schnell in die Situation und vielleicht tatsächlich Forscherinnen häufiger als Forscher, dass wir sagen, ja, keine Ahnung, wieder, ich befasse mich nicht mit Pandas und mit Lamas und möchte bitte jemand anders was zu sagen. Ne? Und ich glaube, das ist schon eine Reibungsfläche einfach, wo es viel Verständnis von beiden Seiten braucht und wo man sicherlich auch mal Kompromisse eingehen muss von beiden Seiten. Also ich würde da Journalistinnen auch ermutigen, sich vielleicht auch ein bisschen mehr dann auf die Forschung einzulassen, auch zuzulassen, dass das Themenfeld vielleicht mal ein bisschen erweitert wird und man dann eben nicht nur über Pandas spricht. Und umgekehrt sollten aber auch WissenschaftlerInnen in der Lage sein, ja auch mal über den Tellerrand ihrer Petrischale hinauszuschauen und sich Gedanken darüber zu machen, ja, was ist denn eigentlich für die Menschen interessant und wie kann ich ihnen Brücken bauen zu dem, was ich eigentlich tue. Haben Sie auch schon mal Nein gesagt? Also wo Sie dachten, das geht jetzt eigentlich gar nicht um meine Expertise, sondern der Journalist sucht vielleicht jetzt ein steiles Zitat und ich kann es ihm liefern. Und also bei direkten Anfragen habe ich eigentlich immer Ja gesagt, bei journalistischen Anfragen, bei so, mehr so Sachen aus dem diffusen Feld der WISCOM habe ich auch schon mal Nein gesagt, aber dann waren es auch wirklich eher Zeitgründe, aber auch manchmal so ein bisschen der Grund, das kam ja auch schon zur Sprache, ja, wir kannibalisieren uns gegenseitig mit 1000 Kanälen und was macht es jetzt aus, ob hier noch ein Video erscheint oder da noch ein Video erscheint, da muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen bündeln, das ist tatsächlich manchmal was, wo ich mich auch frage, wo engagiere ich mich dann noch, aber journalistische Anfragen versuche ich eigentlich doch zu beantworten, ja, aber es ist tatsächlich so, dass man manchmal mit einem komischen Gefühl vielleicht rausgeht, weil man denkt, naja, ist man da jetzt wirklich Expertin gewesen, ja, und das ist manchmal etwas, wo ich mir mehr wünschen würde, gerade auch von Journalistinnen, aber auch von Kommunikatorinnen, dass sie da ein bisschen mehr Mitgefühl mit den Wissenschaftlerinnen haben, weil das ist unser Kapital, unsere Reputation, unser berufliches Ansehen und das meine ich auch mit Loyalität gegenüber den verschiedenen Berufsrollen in der Wissenschaft, die sehr wichtig sind. Interessanter Aspekt, denke ich, auf jeden Fall. Also wir hatten zum Beispiel auch schon einen Fall, wo ein Forschender auf uns zugekommen ist und hat gesagt, ja, zu dem Thema gab es tatsächlich eine Anfrage von einem großen Nachrichtenmagazin und ich hatte den Eindruck, die wollen jetzt von mir gar nicht den Hintergrund wissen, die wollen nur ein Zitat von mir, dass ich dagegen bin und so wollte ich das nicht dastehen lassen und deshalb habe ich dem gesagt, nö, also und da musste ich den Forschenden gar nicht mehr beraten, der hat intuitiv das Richtige gemacht. Ist das so ein Vorgehen, wo Sie auch als Journalistinnen Verständnis haben, manchmal von den, also wenn Kolleginnen so arbeiten, dass das eben auch nicht ganz den ethischen oder den Qualitätsregeln entspricht? An mich jetzt gerichtet die Frage? An Herrn Stollertz habe ich eigentlich, ja. Sorry, ja. Ich ja, also aber auch gerne an Sie, Frau Serong, im Anschluss nochmal. Also,
unser Kernargument im SMC ist ja, wenn man sich nicht hinterher über die Berichterstattung aufregen will, dann muss man vorher an ihr teilhaben. Das ist eigentlich ein simpler Gedanke. Und diese Chance besteht, die besteht auch immer noch und auch im heutigen Mediensystem. Und es gibt Wissenschaftler, die nutzen diese Möglichkeit. Und der Trick ist eigentlich, als Science Media Center oder aber auch als Wissenschaftsjournalisten sicherzustellen, dass eben die richtigen Stimmen in die Öffentlichkeit kommen und nicht irgendwelche. Und das ist halt der tricky Point. Also das ist sozusagen ja nicht, dass es gibt ja Menschen, die, ob sie Expertise haben oder nicht, und auch juicy Zitate absondern, aber das ist ja eben genau nicht der entscheidende Punkt. Und ich bin halt der Meinung, dass man durch so Einrichtungen wie das Science Media Center, aber eben auch durch guten Wissenschaftsjournalismus, den man dann eben entsprechend stärken muss, die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, dass eben die richtigen Experten in der Öffentlichkeit ihre Stimme erheben. Und richtig heißt jetzt nicht immer im Sinne von nur die Mehrheitsmeinung vertretend, sondern richtig heißt in erster Linie eben kompetent, dass sie in der Forschung auch wirklich beitragen zu dem, was an Erkenntnisfortschritten eben passiert. Und ich glaube, das ist der Kern und das ist ja jetzt auch der Kern der Debatte. Wir streiten ja über die Frage der Meinungsvielfalt, also soll jeder und jeder senden auf allen Kanälen dürfen oder gibt es da ein Gatekeeping, Qualitätssicherung, würde das Frau Serong nennen. Und ich sage natürlich, ja, die muss es geben, natürlich muss es die geben. Es muss eine Qualitätssicherung geben, die aber nicht einschränkend ist für Meinungsfreiheit, sondern überhaupt eine informierte Öffentlichkeit überhaupt erst herstellen kann, wenn es um komplexe wissenschaftliche Sachverhalte geht. Denn das ist ja der entscheidende Punkt. Wenn es um die Farbe der Wohnzimmergarnitur geht, da brauche ich keinen Experten. Ja? Aber wenn es darum geht, ob der Klimawandel halt Starkregenereignisse auslöst oder vermehrt oder nicht vermehrt, dann ist das eine Frage an die Wissenschaft und nicht an den Experten, der eben irgendwo lokal vor sich hin sitzt und sagt, ja, bei mir ist kein Starkregen. Also das bringt einfach nichts. Mhm. Frau Sonnberg, Sie haben ja vorher noch mal das präzisiert, wo es vielleicht auch falsche Annahmen von WissenschaftlerInnen über das Mediensystem oder nicht ganz zutreffende oder unzureichende Annahmen über das Mediensystem herrscht. Denken Sie denn, dass, ich sage es jetzt mal, ein Training der WissenschaftlerInnen im Bereich genau in dem Bereich kompetenter Umgang mit Journalistinnen, dass das weiterbringt. Also wir haben zum Beispiel an unserer Hochschule das Format Train the Scientist, wo wir genau solche Dinge eben auch an unsere Forschende herantragen und das auch sozusagen im Intranet aufbereiten, damit viele davon partizipieren können. Auch schwieriges Wort. Die Frage ist, verbessert das die Zusammenarbeit zwischen Journalistinnen und Forschenden, wenn die WissenschaftlerInnen gut trainiert sind? Also ich denke schon. Die Frage ist interessant. Ich bin versucht, in der nächsten Zeit mal jeden, mit dem ich zu tun habe, zu fragen, ob er oder sie so ein Training gemacht hat. Dann könnte ich da mal sozusagen eine empirische Erhebung machen. Es gibt halt Leute, die sich, ich glaube, Herr Stollers wird wissen, wovon ich rede, Naturtalente wie der berühmte Herr Drosten, die sich vermutlich von selbst perfekt ausdrücken. Und es gibt eben Menschen, die auch durchaus ängstlich kommunizieren und kein Substantiv so stehen lassen, wie es ist, sondern immer noch drei Adjektive dabei fügen und wo dann der Text ein bisschen zäh und schwierig wird. Mit denen man auch ringen muss, wenn man ihn dann bearbeitet oder die dann dankbar sind. Da erlebe ich ganz unterschiedliche Sachen. Also auf dieser ganz unteren, schon umsetzenden Ebene glaube ich, dass ein Training auf jeden Fall hilft. Es wäre gut, wenn Leute auch einfach ein grundsätzliches Verständnis für die Logik der Medien entwickeln. Also ich finde, wir haben das in dieser Corona-Krise deutlich gesehen. Man hat Experten. Ich weiß, dass Kolleginnen und Kollegen, Wissenschaftsjournalisten, sich sehr gerne mit dem Science Media Center in Verbindung setzen und davon auch sehr profitieren. Ich hatte ja, wie gesagt, über Wissenschaftsjournalismus auch berichtet und habe das Feedback da bekommen. Man muss trotzdem wissen, dass die Leute, die draußen sind, und ich rede jetzt nicht nur von der DUZ, aber durchaus auch, dass da eben noch andere Fragen unterwegs sind. Und das ist, glaube ich, für uns alle so ein bisschen der Zwiespalt, wen lassen wir zu Wort kommen, wenn wir da zu einseitig werden oder zu, sag ich mal, wir sind alle überzeugt von der Wissenschaft, aber draußen laufen, wir haben es beim Impfen gesehen, viele Leute rum, die trotzdem irgendwie
andere Fragen haben. Und das ist immer auch die Frage, wie weit geht man da? Ne? Wie weit bietet man denen eine Plattform? Aber man kann sie auch nicht komplett ignorieren. Das sind, glaube ich, Logiken, die auch, was gut wäre, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da Angebote hätten, das auch zu verstehen, neben dem eigentlichen Training. Also ein bisschen die Arbeitsweise und die Denke auch kennenlernen, dann fügt sich das, glaube ich, auch mit dem zusammen, was Herr Stollertz eben schon sagte. Das kann auch dazu führen, von mir aus gerne, dass jemand sagt, nee, das mache ich nicht, das lehne ich ab. Also toll ist, wenn er überhaupt antwortet. Wir erleben auch Leute, die einfach gar nicht antworten. Das finde ich persönlich unprofessionell. Das ist einfach nur irritierend. Aber wenn jemand, sage ich mal, antwortet und sagt, ich mache es aus bestimmten Gründen nicht, dann kann ich immer gut damit leben. Und das ist für mich aber auch ein Zeichen dafür, dass jemand drüber nachgedacht hat. Ich will auch noch gerne einen Satz zu den Frauen sagen. Vielleicht sind das die besseren Kommunikatorinnen, wenn sie nicht auf jede Frage antworten. Ich habe nur erstmal eine Feststellung gemacht. Wir versuchen, Frauen zu Wort kommen zu lassen. Ich möchte auch behaupten, in der Dutz gelingt das sehr häufig. Aber ob das jetzt immer gut ist, also ob die sich dann an diese männlichen Gegebenheiten, ich sage zu allem ganz schnell irgendwas, anpassen müssen, zugespitzt formuliert, das würde ich selber auch nicht behaupten. Das ist einfach eine Behauptung. Ja, vielen Dank nochmal für den Beitrag. Also was ich gerne noch mit ihm beleuchten würde, ist nochmal die Zusammenarbeit von Pressestellen und Journalistinnen. Wir haben hier sehr viele Vertreter und Vertreterinnen von Pressestellen eigentlich, und da haben wir einen weiblichen Überhang, 2/3, heute zumindest in diesem Forum sind mehr Frauen als Männer. Frau Serong, Sie betrachten ja auch die Systeme und die Akteurinnen in diesen Systemen. Und wo sehen Sie die Rolle eigentlich dieser professionellen KommunikatorInnen und die Rolle der kommunizierenden Forschenden? Und was ist aus Ihrer Sicht wichtig, damit die Rollen ausgefüllt werden können? Ja, Sie schneiden da ein ganz interessantes Thema an. Es ist ja schon so viel über Professionalisierung gesprochen worden, auch heute schon und auch immer wieder. Und ich frage mich manchmal, was meinen wir damit eigentlich? Manchmal hört man sogar so Sätze wie, ja, das war eine total professionelle Kampagne, leider ziemlich unethisch, aber super gut gemacht. Ne? Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, gerade für die Wissenschaftskommunikation, dass wir diese Debatte führen. Für mich ist wichtig, dass Professionalisierung nicht ohne Qualitätsfragen und ohne ethische Fragen geführt werden darf. Und dass wir viel zu viel über Formate und Kreativität und Handwerk und Technik und Digitalisierung reden, aber uns viel zu wenig mit den Effekten von Wissenschaftskommunikation befassen und ganz einfach auch mit den Funktionen. Das Modell, was ich ja heute vorgestellt habe, kann man ja normativ auch aufladen. Ich habe es jetzt versucht, ein bisschen klein zu halten, aber natürlich spielt es auch auf so etwas wie Gemeinwohl an. Und die Rollen bemessen sich daran. Ich habe jetzt ganz bewusst keine Rollen benannt. Ich meine, das, was wir hier als Wissenschafts-PR und Wissenschaftsjournalismus beschreiben, kann mehr oder weniger professionell erfolgen. Und wir erleben in beiden Teilbereichen auch Tendenzen der Deprofessionalisierung, gerade durch die Social Media, wo alles Mögliche passiert und wo alle möglichen Leute in verschiedenen Kommunikationsmodi sich auch als Journalismus gerieren, als PR gerieren, was eigentlich PR ist und so weiter. Gerade deswegen habe ich dagegen dieses etwas klassische und strenge Modell gegenübergestellt, weil ich glaube, dass dadurch, dass wir über Grenzen kommunizieren, wir diese Grenzen auch aufrechterhalten. Und ich meine, das wäre wichtig, anstatt das immer wieder zu verwischen, alles mit Hashtag WISCOM. Ich meine, ich liebe diesen Hashtag auch, aber dadurch gerät doch, also das integriert das Feld und es führt uns zusammen als Diskurs, aber da muss man doch wieder differenzieren und so viel vielleicht auch auf die Rollen. Es hat alles seine Berechtigung, aber es muss klar benannt werden, wer welche Funktion hat und wer was leisten kann. Es muss auch Wissenschaftlerinnen im Übrigen klar sein, dass wenn sie öffentlich kommunizieren, das heißt außerhalb ihrer Ringvorlesung, dass sie dann auch im Bereich PR tätig sind. Und ich glaube, das ist vielen nicht bewusst. Weil sie hängen natürlich sehr an ihrer Wissenschaftlerinnenrolle und das ist auch okay, als solche werden sie ja auch wahrgenommen, aber sie befinden sich in dem Kontext von Wissenschafts-PR. Und darauf müssen sie vorbereitet werden. Und das meine ich, das hat mehr mit Kameratauglichkeit und Rhetorik zu tun. Das hat auch etwas mit Bewusstsein für diesen funktionalen Kontext zu tun. Und dann, wenn man das klar hätte, dann würden, glaube ich, auch viele Missverständnisse aufgehoben werden. Welche Missverständnisse? Konkret?
Ja, also ich kann dass Wissenschaftlerinnen zum Beispiel erstaunt sind über die negativen Konsequenzen vielleicht ihrer Kommunikation, dass sie mit Shitstorms oder Ähnlichem konfrontiert werden, dass sie vielleicht nicht unabhängig von der Institution wahrgenommen werden, für die sie sprechen und mit der sie doch irgendwie assoziiert werden. Ja, also da sehe ich zum Beispiel viele, viele Schwierigkeiten. Herr Stollert, Sie sind schon in den Startlöchern. Sie wollten da direkt was sagen. Ja, nee, ich weiß ja nicht, ob das allen so geht. Also es ist ja ganz auffällig, weiß nicht, ob es alle gemerkt haben, dass in den letzten Monaten sich viele der Wissenschaftler, die sich im letzten Jahr öffentlich geäußert haben, einfach verschwunden sind aus der Öffentlichkeit und stattdessen Herr Spahn und wer auch immer die Show weiterbetrieben hat. Und das war natürlich für die Öffentlichkeit keine gute Idee. Das sehen wir ja jetzt gerade. Und die Frage, die noch zu beantworten sein wird, das ist allerdings eine ziemlich komplexe Frage. Woran lag das eigentlich? Also warum haben sich die sozusagen in der ersten Phase der Pandemie, also bis Herbst 2020, dann zunehmend zurückgezogen und jetzt erst wieder so aus einer Notstandshaltung heraus mit sozusagen gemeinsamen Stellungnahmen jetzt nochmal in die Öffentlichkeit gewandt, dass die Politik das da irgendwie nicht gebacken kriegt? Das ist ja ein interessanter Befund und da gibt es natürlich jetzt schon so ein paar Vermutungen, woran das gelegen haben könnte. Aber das müssen wir noch dringend aufarbeiten. Also und deswegen ist ja auch die Empfehlung so nach dem Motto, kommuniziert mehr, dann wird alles gut, ist Unsinn, weil wenn ich mich da in Gefahr begebe, zum Beispiel wenn ich kommuniziere, dann kann das ja nicht die Empfehlung sein. Und da greift dann zum Beispiel die professionelle PR, die ja auch, das sagen ja jetzt auch alle und das muss ja auch so sein und braucht man ja nur mal Herrn Drosten selbst zu fragen, die erstmal da auch professionelle Schutzsysteme aufbauen muss, die Politiker oder andere in der Öffentlichkeit halt haben, aber die Wissenschaftler bisher eben nicht hatten, weil sie in solchen Lagen bisher nicht sich befunden haben. Und das ist halt eine Aufgabe an die professionelle Wissenschaftskommunikation, da muss sie erstmal ihre Hausaufgaben machen, jedenfalls für diese, die eben in solchen Konflikten dann auch auftreten. Das betrifft aber ja natürlich jetzt nur wenige und da ist ja Corona jetzt auch ein absoluter Ausnahmefall. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass es jetzt in allen Bereichen so sein wird. Ja, also das ist zum Beispiel eine wichtige Sache. Und dann ist eben auf der umgekehrten Seite, jetzt im Journalismus wiederum, bleibt eben für mich die entscheidende Frage, wie, durch welche Brücken kann eben sozusagen ein Diskurs darüber starten, welche Expertise eigentlich die Öffentlichkeit braucht. Und ich habe es ja schon am Anfang gleich gesagt, wir brauchen Forschende, die ehrliche Makler sind, die eine epistemische Nähe zu den Problemen, die wir haben. Und wenn wir die nicht in die Öffentlichkeit bringen, dann treffen wir die falschen Entscheidungen. Das ist ja relativ banal formuliert als normativer Anspruch. Mhm. Es ist nun leider schwer umgesetzt. Und deswegen sage ich halt, eine mögliche Brücke ist halt, den Wissenschaftsjournalismus zu stärken, weil der in der Lage ist, domänenspezifische Experten in der Wissenschaft zu erkennen. Das ist eigentlich relativ einfach. Mhm. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann kann man nicht darauf hoffen, und da wäre ich jetzt sozusagen kritisch gegenüber Wissenschafts-PR, dass die das selber leisten, weil sie ja institutionelle PR-Interessen haben. Die können das ja nicht in der gleichen Weise im Interesse der Öffentlichkeit machen, sondern sie machen das halt auch im institutionellen Interesse. Und dann kommt es zu den Vermischungen, jedenfalls dann, wenn es keine Leitlinien der guten Wissenschafts-PR gibt, die ich allen nur empfehlen kann, auch bitte ernst zu nehmen und umzusetzen. Als Journalist natürlich jetzt. Da wollte ich vielleicht gleich anbinden an diesen Fakt. Man muss ja auch manchmal nachfragen, ob der Journalismus überhaupt seiner Rolle noch gerecht werden kann und nachkommen kann. Ja? Also auch sozusagen Einordnungen zu liefern für gesellschaftlich relevante Themen, weil der Journalismus eben in einer permanenten Dauerkrise ist, schon seit vielen Jahrzehnten und Redaktionen eben wirklich immer schmaler besetzt sind, auch die Expertise für Wissenschaft gar nicht mehr zum Teil da ist. Und ist es da nicht nachvollziehbar, dass auch manche Hochschulen oder Universitäten sagen, wir haben doch unsere eigenen Kanäle, wir haben doch Social Media, wir haben Twitter, wir haben unsere Homepage und da können wir zielgruppenspezifisch kommunizieren und eigentlich juckt uns der Journalismus gar nicht mehr, Herr Stollert. Ja, und dann genau Frau Sonnenberg gleich darauf. Das ist eben genau die total falsche Haltung. Da kann ich nur dringend vorwarnen, natürlich können Sie das. Jeder kann kommunizieren. Jeder Idiot kann heute im Internet große Reichweiten erzielen. Aber wir haben ja von Frau Seraun gehört, wenn das ohne Qualitätssicherung passiert, dann ist das im Interesse der Öffentlichkeit eine Katastrophe. Und das gilt für die Wissenschaft, das gilt für alle Bereiche der Gesellschaft. Es ist einfach eine Katastrophe, wenn irgendwelche Rechten oder sonstigen Hetzer im Internet hohe Reichweiten erzielen. Das ist einfach so. Deswegen brauchen wir ja Qualitätssicherung. Die Frage ist nur, wie kriegen wir sie hin? Und indem wir sozusagen das System der Gesellschaft, was diese Gatekeeping-Rolle einfach sozusagen, wie soll ich sagen, absterben lasse, ist für die Wissenschaft kein einziges Problem gelöst. Denn sie hat ja mit ihren Themen viel mehr Probleme,
eine große Öffentlichkeit zu erreichen, jedenfalls den Problemen, die knifflig sind, als zum Beispiel irgendein Popstar oder ein Fußballstar, der Bedenken hat, sich impfen zu lassen. Das ist doch völlig klar. Und genau deswegen braucht es ja eben qualitativ hochwertigen Journalismus über Wissenschaft, damit die Wissenschaft überhaupt die Chance hat, in breiten Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Das wäre meine Prognose. Also wenn Sie das nicht beherzigen und den Journalismus nicht stützen als Wissenschaft, dann ist die Wissenschaft nach dem Journalismus die zweite System, was verliert. Das ist meine Prognose. Und das wird langsam anerkannt, aber es war lange Zeit völlig ignoriert, so nach dem Motto, wir können jetzt selber mit den Bürgern kommunizieren und dann ist alles gut. Nein, das stimmt nicht. Ich wollte Frau Sonnenberg nochmal das Wort geben. Ich wollte das empirisch stützen mit einer Befragung, die Leopoldina jetzt veröffentlicht hat. Ich weiß nicht, ob das jemand wahrgenommen hat. Die haben Bundestagsabgeordnete und ihre Mitarbeitenden befragt, wo sie sich informieren und mit über wissenschaftliche Erkenntnisse. Und da gibt es diese umfangreiche Studie. Ich erspare Ihnen die weiteren Details, aber diesen Punkt habe ich mir gemerkt. Die mit Abstand häufigste Quelle für wissenschaftliche Informationen sind die Medien, die klassischen Medien. Und dabei werden die Leute aber doch zugeschüttet auch mit irgendwelchen Expertisen, Gutachten und so weiter. Die lesen sie dann teilweise auch, aber am häufigsten ist erstmal das klassische Medium. Die Informationsquelle soll heißen, es ist eine Reichweitenfrage auch. Ne? Und ich glaube, wenn jetzt, ich sag's mal so, wenn eine wissenschaftliche Institution ein Thema nimmt und einen Podcast dazu macht, indem sie sich selbst befragt, hat sie möglicherweise nicht die Reibung und die Dynamik, die die Journalistinnen und Journalisten einfach qua Distanz hinbekommen können. Und das ist, also da gebe ich insofern Herrn Stollertz recht, das Problem, weswegen ich auch glaube, man wird ohne unabhängige Berichterstatter von außen nicht weit kommen. Das halte ich auch für gesagt. Also es ist natürlich immer heikel, den Journalismus zu unterstützen, weil wir wollen uns ja auch nicht reinreden lassen. Das ist ja jetzt mal die Frage, wie man das dann überhaupt bewerkstelligt. Ne? Also wir machen halt zum Teil auch die Erfahrung, dass, ich meine, Corona ist jetzt ein Thema, an diesem Thema kommt keiner vorbei. Aber es gibt ja noch andere Themen, auch wie die Energiewende zum Beispiel in Deutschland, und die findet halt in den Kommunen statt. Ja. Und ich merke, dass man da manchmal Journalisten schwer motivieren kann, in so technische Themen oder wo es um einzusteigen, wo es eben um komplexere Dinge geht. Ich meine, klar, Medizin ist ein Thema, das interessiert mal jeden, und die und Klima auch im Prinzip. Aber also ich kann man das sagen, dass eben aufgrund dieser Medienkrise und die kleineren Redaktionen, die dann immer mehr Themen machen sollen bei weniger Leuten, dass die eben solche Themen dann gar nicht mehr angehen, die eben ja sehr komplex sind. Ich denke schon, also das ist meine Beobachtung jetzt, ne, dass diese sehr komplexen Themen, da brauchen Sie eine gewisse Manpower dafür, und wenn Sie die Kapazitäten nicht haben, den Leuten auch die Zeit zu geben, zu recherchieren und sich vertraut zu machen, wie will man dann da eine Berichterstattung machen? Das ist ja insofern etwas, wo man häufig auch, glaube ich, Kollegen auch tatsächlich auf die Expertise oder auch die kommunikative Expertise der Wissenschaft zurückgreifen. Also da kommt die Wissenschafts-PR, glaube ich, ins Spiel, die dann einfach zum Teil ja auch sehr gutes Material liefert, mit dem man gut arbeiten kann. Bis zu einem bestimmten Punkt würde ich da jetzt auch sehr pragmatisch sagen, ist okay. Also man sollte sich vergewissern, dass das die richtigen Leute sind und das überprüfen können, aber um eine unabhängige Beurteilung zu machen, ich glaube, Frau Seron am Anfang sagte, welche gesellschaftliche Relevanz hat das? Also um dieser Aufgabe gerecht zu werden, braucht es doch irgendeines Mindestmaß an Ressourcen, und dass man da nicht blind auf alles Mögliche anspringt. Die fatalen Folgen haben wir wirklich jetzt gesehen. Ne? Berichte heute, wie es bei uns so zugegangen ist in den letzten 2,5, 3 Jahren. Wir, das ist mein Team und ich, wir sind sehr divers aufgestellt. Also wir haben ganz unterschiedliche Kompetenzen vom klassischen Wissenschaftsjournalismus, Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Grafik, Kommunikationsdesign, audiovisuelle Medien, Social Media. Das ist eigentlich alles mit dabei. Wir sind Teil des Kommunikationsteams vom MVLab. MVLab ist quasi das, was hier an unserer Hochschule unter Innovative Hochschule läuft, also das Innovative Hochschule-Projekt. Wir haben alle sehr unterschiedliche berufliche Werdegänge, unterschiedliche Altersgruppen sind wir auch.
Und wir haben aber alle gemeinsam, dass wir selbstständig gearbeitet haben und auch noch neben unserer Hochschultätigkeit hier selbstständig arbeiten und viel praktische Erfahrungen mitbringen. Was vielleicht auch interessant ist für Sie zu wissen, wir haben keine Hierarchie in unserem Team. Eigentlich ist ja in Hochschulen sind ja sehr hierarchisch eigentlich aufgebaut. Bei uns im Team ist es nicht der Fall. Wir entscheiden im Prinzip alles gemeinsam und stehen auch hinter jeder Entscheidung. Also wenn Sie wissen wollen, wie das funktioniert und wie es im Alltag abläuft, können Sie gerne nachher Fragen dazu stellen. Uns gibt es seit 2018, also seit der Innovativen Hochschulinitiative. Davor gab es und gibt es auch immer noch die Stabsstelle Hochschulkommunikation. Das wurde heute Vormittag ja auch schon erwähnt. Das ist ein Team, das sich früher um alles gekümmert hat, was irgendwie mit Kommunikation zu tun hatte, also auch um Wissenschaftskommunikation. Und da wurde auch mit den Forschungskommunikatoren innerhalb der Forschungsprojekte zusammengearbeitet, falls es die denn gab. Und ja, weil das ein relativ kleines Team war und die Aufgaben sehr groß waren, wurde im Bereich Wissenschaftskommunikation in erster Linie Ereignisse kommuniziert. Also zum Beispiel der Projektbeginn oder Veranstaltungen von Forschungsprojekten. Es blieb nicht so wirklich Zeit, in übergeordneten Themen zu denken. Zielgruppen waren vor allem klar die Presse und natürlich auch Projektträger, die irgendwie glücklich gemacht werden sollten oder Kooperationspartner, mit denen zusammengearbeitet wurde. Wir sind seit 2018 da. Wir sind abgegrenzt von der Stabsstelle Hochschulkommunikation. Also wir sind eigenständig. Natürlich gibt es viele Überschneidungen, wo wir auch zusammenarbeiten, aber an sich sind wir getrennt davon organisiert. Wir machen nur nur Wissenschaftskommunikation und Forschung und Transfer ist so das, was wir machen. Als wir angefangen haben, 2018, waren wir ein hochmotiviertes Team, sind wir natürlich immer noch, aber damals, ja, wir hatten viele tolle Ideen und wir haben irgendwie erwartet, weil wir alle von außen kamen, dass die Forscher hier nur auf uns gewartet haben. Aber es war das Gegenteil der Fall. Niemand wollte so wirklich mit uns zusammenarbeiten. Die Leute wussten nicht, was wir eigentlich machen. Und als wir ihnen gesagt haben, was wir machen und dass wir auf die Hilfe der Forschenden angewiesen sind, haben wir so Sätze zu hören bekommen wie: keine Zeit für Kommunikation, keine Lust, ich habe nichts davon oder ich habe zwar Lust und ich weiß auch, dass es wichtig ist, aber ich weiß nicht, wie es geht. Und es waren ganz viele Ängste da, zum Beispiel vor Shitstorms oder dass man irgendwelche Datenschutzrichtlinien verletzt. Und ja, für uns war irgendwie klar, wir müssen uns als erstes mal so ein Standing erarbeiten innerhalb der Hochschule. Also die Leute müssen wissen, was wir machen. Wir müssen irgendwie schaffen, dass die Leute Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten und Lust auf Kommunikation haben. Wir haben uns überlegt, wie kriegen wir das hin und haben uns dazu entschieden, mit Influencern in Anführungszeichen zusammenzuarbeiten. Also mit Forschenden, die Lust auf Kommunikation hatten. Die gab es nämlich. Wir haben uns 3-4 davon ausgesucht und mit denen tolle Sachen umgesetzt. Leuchttürme haben wir das genannt, also Leuchtturmprojekte. Und 2 von den Leuchtturmprojekten möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Unser Forschungsinstitut hat sich das Motto gegeben: Metropolregionen für morgen. Und da ist ein Forschungsprojekt, ein Teilbereich, die Akzeptanz von neuen Technologien. Und wir haben das anhand des Beispiels Flugtaxi gemacht. Flugtaxi, das war eine Akzeptanzstudie zu Flugtaxis. Also sind die Leute bereit, in einem Flugtaxi zu fliegen oder sind die bereit, dass ein Flugtaxi über sie hinwegfliegt? Und wir haben da eine große Veranstaltung gemacht mit dem Kooperationspartner Daimler, eine wirklich große Veranstaltung. Und auf dieser Veranstaltung hat das Forschungsteam dann auch die Forschungsthemen bearbeitet. Wir haben Videos dazu gemacht zu dem Forschungsthema, also was Akzeptanzforschung überhaupt ist und auch zu diesem konkreten Thema. Und ein großes Video auf YouTube gestellt und kleine Häppchen davon in Instagram, Twitter, LinkedIn und so weiter verbreitet. Also quasi mit kleinen Häppchen Lust gemacht, das große Video anzuschauen. Eine Pressekonferenz gemacht, als das Forschungsergebnis vorlag. Wir haben eine Podcast-Folge dazu gemacht und natürlich auch klassische Pressearbeit. Ja, und das hat auch funktioniert. Also deutschlandweit haben Medien über diese Forschung und über uns berichtet. Also Stichwort war von Anfang an für uns, crossmedial zu denken. Den zweiten Leuchtturm, den ich Ihnen vorstellen möchte, ist die Böckinger Straße.
Das ist eine Straße hier in Stuttgart und dort wurde ein Forschungsprojekt durchgeführt zur partizipativen Stadtplanung. Und auch da haben wir wieder crossmedial gearbeitet. Also wir haben von unserer Website darüber ausführlich und intensiv berichtet. Wir haben ein Video erstellt, eine Podcast-Folge, die sozialen Medien bespielt, Veranstaltungen gemacht und klassische Pressearbeit. Also was man vielleicht zusammenfassend sagen könnte oder was diese Leuchtturmprojekte zeigen, wir haben neue Zielgruppen definiert. Also neben denen, die es schon gab, die ich vorhin erwähnt hatte, die breite Öffentlichkeit. Also ich sage immer meine Mutter oder meine Nachbarin, also Leute, die nicht aus dem wissenschaftlichen aus der wissenschaftlichen Bubble kommen, sondern auch wissen, was hier geforscht wird, weil das die ja auch betrifft. Wir haben die Wirtschaft als neue Zielgruppe hinzugefügt, die Kommunen, Verbände und auch andere Forschende. Wir haben neue Kanäle erstellt. Wir haben einen Instagram-Kanal erstellt, der nicht wie der offiziell, also der große Hochschulkanal als Zielgruppe die Studierenden hat, sondern wo es wirklich nur um Forschungsthemen geht. Genauso auch auf Twitter und LinkedIn bespielen wir auch. Wir haben seit 1,5 Jahren eine neue Webseite, die möchte ich Ihnen ganz kurz zeigen. Ich hoffe, es funktioniert. Genau, die Webseite bis vor 1,5 Jahren war aus dem vorvorletzten Jahrhundert, also nicht wirklich, da konnte man nicht viel mit anfangen. Und jetzt haben wir eine neue Seite und haben dort auch ein Forschungs-Newsfeed, wo alle unsere Artikel auftauchen. Das ist für Sie vielleicht selbstverständlich, aber für uns war es wirklich eine ganz große Neuerung. Und das Gleiche haben wir auch mit Transfer. Also auch wenn wir Transfer-News haben, wird es auf der Website ausgespielt und ist sofort sichtbar. Es überschneidet sich manchmal, aber nicht immer. Wir haben einen Podcast, einen Forschungspodcast ins Leben gerufen. Das ist kein, also wir haben das versucht, leicht zugänglich zu machen, die Forschungsthemen. Also jede Folge hat ein eigenes Thema. Und die Folgen an sich sind nicht so, dass ein Monolog stattfindet, sondern ein Dialog. Und zwar ein relativ entspannter, unterhaltsamer Dialog. Also die Forschenden sollen selbst über ihre Themen sprechen und es so ausdrücken, dass es für jeden verständlich ist. Genau, können Sie überall anhören, als HFD-Stadtlabor, überall anhören, wo es Podcasts gibt. Dann haben wir einen Fachmedienverteiler aufgebaut. Den gab es nämlich bisher nicht. Und, beziehungsweise sogar mehrere Fachmedienverteiler. Das ist eine große Hilfe eben, wenn man die Themen in der Presse unterbringen will. Und wir haben uns mit anderen Kommunikationsstellen vernetzt, zum Beispiel hier am Beispiel Böckinger Straße eben mit einem Partner, mit dem wir zusammengearbeitet haben und dadurch auch nochmal mehr Aufmerksamkeit für das Thema generieren können. Und nochmal, ich betone es nochmal, wir haben crossmedial gedacht. Also crossmedial bedeutet nicht, man schreibt einen Website-Artikel und macht dann auf Social Media Werbung für den Artikel, sondern man nimmt sich Inhalte, Content aus dem Artikel und setzt den für die einzelnen Kanäle nochmal speziell um. So, das war unsere Taktik, mit Leuchtturm zu arbeiten. Und ich kann Ihnen sagen, die Taktik ging auf. Es hat sich schnell herumgesprochen, dass wir eine gute Arbeit machen und dass es sich lohnt zu kommunizieren. Mit der Folge, dass wir wirklich überrannt wurden mit Anfragen. Wir haben auch schon mal zu hören bekommen, dass wir zu viel Content machen. Das war natürlich zugespitzt formuliert, aber es trifft es trotzdem ganz gut. Ja, wir hatten dann wirklich keine Zeit mehr, alles zu machen. Also das konnten wir nicht mehr handeln und wir wussten auch, unser Projekt endet irgendwann, nämlich Ende nächsten Jahres. Deshalb mussten wir unsere Rolle neu finden und uns auch im Team noch mal ein bisschen neu organisieren. Das möchte ich Ihnen auch ganz kurz zeigen, wie wir da arbeiten. Nämlich mit Meistertask. Viele kennen wahrscheinlich Trello. Das hier ist Trello und DSGVO-konform sozusagen. Und wenn irgendwie Anfragen kommen, dann kommt es hier diese Spalte mit Incoming, dann entscheiden wir, machen wir das oder machen wir das nicht. Und dann gibt es hier To-Do-Sachen, die wir gerade machen. Viscom Lab ganz oben findet gerade statt. Und Sachen, die wir schon gemacht haben, zum Beispiel den Vortrag hier vorbereiten für das Viscom Lab. Habe ich rechtzeitig hinbekommen. Und wie wir vorgehen, also unsere Rolle hat sich so ein bisschen geändert. Also wir haben bei den Leuchtturmen eben alles mit den Wissenschaftlern, mit den Forschenden gemacht. Aber jetzt wollen wir es eher anders, jetzt gehen wir es anders an. Wir bieten eher so Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, also wir bringen den Forschenden bei, wie sie es selbst machen können oder wie sie es vielleicht so weit selbst machen können, dass für uns nur noch relativ wenig Arbeit übrig bleibt. Und das haben wir auch schon relativ früh angefangen tatsächlich mit dem Format Train the Scientist. Das haben Sie heute im Laufe des Tages auch schon mal gehört. Das ist quasi, da schulen wir unsere Forschenden
im Bereich Kommunikation, also eben in Kommunikationskompetenzen. Zum Beispiel haben wir ihnen gezeigt, wie Redaktionen dann eigentlich arbeiten und wie sie am besten vorgehen, damit ihre Themen von Zeitungen, von TV-Sendern und so weiter aufgegriffen werden. Thema Datenschutz, ich habe es Ihnen gesagt, da waren ganz große Ängste da. Haben wir auch einen Workshop dazu gemacht und konnten die Ängste so ein bisschen ausräumen. Social Media und Recht, also Urheberrecht, Recht am eigenen Bild, haben wir auch ganz intensiv gemacht. Und was ich ganz schön fand, war der Workshop zu Science Pitches. Also da hat eine Science-Slammerin unseren Forschenden erzählt, wie sie denn, oder beigebracht, wie sie denn ihre Wissenschaft, ihr Forschungsthema verständlich und auch unterhaltsam rüberbringen können. Das alles haben wir, das war nicht nur einzelne Workshops, sondern das haben wir auch dokumentiert und ist quasi für die Nachwelt erhalten. Ja, bei uns gibt es eine Toolbox, bei der wir sozusagen Tutorials erstellen für die Forschenden, die sie abrufen können, zum Beispiel, wie man eine Pressemitteilung schreibt, also so Step für Step, die und die Schritte muss ich machen, damit die Pressemitteilung gut wird oder damit ich eine Podcast-Folge aufnehmen kann oder damit ich ein Logo entwickeln kann. Ich weiß nicht, was Herr Röcher dazu sagen würde, aber das haben wir auf jeden Fall gemacht oder noch vorzumachen. Und ganz großes Thema Content-Strategie. Wir haben am Anfang relativ intuitiv gearbeitet und das, was wir da gemacht haben, war alles richtig, aber wir haben es dann im Laufe der Content-Strategie systematisiert, verschriftlicht und für die Nachwelt erhalten. Wir haben also aufgeschrieben, was sind eigentlich unsere Ziele, warum kommunizieren wir, was wollen wir erreichen und wer sind unsere Zielgruppen. Schon allein das hilft uns ganz stark dabei zu priorisieren, welche Themen wir bearbeiten, welche auf unsere Ziele einzahlen und welche nicht. Und das lässt diesen Riesenhaufen Arbeit, der irgendwie vor einem liegt, dann deutlich kleiner aussehen, wenn man dann in diesen Kategorien denkt. Ja, wie geht's weiter? Wir bewerben uns für die neue IHS-Runde, also die Innovative Hochschulrunde. Unser Projekt endet ja Ende nächsten Jahres und die Bewerbung läuft jetzt gerade. Wir hoffen natürlich, dass wir weitermachen können und dann bringen wir die Wissenschaftskommunikation nochmal auf eine ganz neue Ebene. Aber wir bereiten uns natürlich auch darauf vor, dass es nicht weitergeht. Wir werden also die Sachen, die wir angefangen haben, abschließen, verstetigen, eben mit der Toolbox, Content-Strategie und so weiter. Und wir werden auch für nächstes Jahr, also für 2022, nochmal ein neues Leuchtturmprojekt umsetzen. Die wichtigsten Learnings oder die Erkenntnisse, die wir gezogen haben und die Ihnen vielleicht auch ein bisschen weiterhelfen und wahrscheinlich haben Sie die Erfahrung auch schon selber gemacht. Was extrem wichtig ist, ist der Rückhalt der Teamleitung. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass wir keine Hierarchie haben, aber natürlich haben wir eine disziplinarische Vorgesetzte und die steht komplett hinter uns und vertraut uns. Das macht es für uns natürlich sehr leicht, auch mal unkonventionelle Wege zu gehen. Der zweite Punkt ist es extrem wichtig, die Forschenden nicht zur Kommunikation zu zwingen, sondern sie zu motivieren, dass sie es selbst machen wollen und auch den Sinn darin sehen, warum sie kommunizieren. Ich habe es vorhin auch gesagt, unser Team ist sehr divers, also wir haben sehr viele verschiedene Kompetenzen und das halte ich für sehr wichtig, weil wenn man eben crossmedial arbeiten will, ist es wichtig, dass diese Teammitglieder verschiedene Bereiche ausführen können und die dann miteinander verbunden werden. Und wichtigster Punkt, alles wichtig, klar, aber der wichtigste Punkt ist, zu priorisieren. Ich habe gesagt, dieser große Haufen Arbeit muss irgendwie klein gemacht werden, und zwar indem man sich überlegt, was wird wie und warum kommuniziert. Wenn man sich diese Frage stellt, dann zumindest ist es bei uns der Fall, dann läuft das alles viel einfacher. Genau, das war mein kleiner Einblick in unsere Arbeit und jetzt bin ich gespannt auf Ihre Fragen, falls Sie welche haben. Ja, ganz herzlichen Dank und hallo an alle, die jetzt im Stream zuschauen. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Genau, ich bin Ingrid Wenzel, ich bin Illustratorin hier aus meinem Berliner Studio, so sieht's aus. Und ich habe den ganzen Tag zugehört und habe mich von Ihren Inhalten inspirieren lassen und Bilder gezeichnet. Und die zeige ich Ihnen jetzt einmal, dafür teile ich meinen Bildschirm. Ich muss dazu sagen, ich bin keine Wissenschaftlerin, ich bin keine Journalistin. Ich bin heute so, ja, eine Art False Balance der Unterhaltung. Und ich hoffe, dass Sie jetzt alle den Becher Bonbons sehen können. Denn mit diesem Bild habe ich begonnen. Das ging um das Thema Anerkennung.
Und in der Unterhausdebatte wurden die Bonbons genannt. Und das Bild hat mich als erstes inspiriert. Aber es ging natürlich nicht nur um Anerkennung, sondern auch um Ressourcen wie Geld und um Zeit. Und ich zeige Ihnen einfach mal, was ich hier so gemalt habe. Einmal ging es um den Unterschied zwischen PR und Kommunikation. Und ich habe den so dargestellt. Es ist ein Wissenschaftler, der in seinem eigenen Saft schwimmt und sich denkt, ich bin so toll. Meine Uni ist besser als deine. Und ich bin ja auch so wichtig, aber messbar ist es leider nicht. Dann ging es um das Thema mehr Kommunikation. Wirklich brauchen wir mehr Kommunikation? Und da ging es auch ganz viel um das Thema Aufmerksamkeit. Und an diesem Aufmerksamkeitskatzenbällchen ziehen ganz viele Medien und wollen die Aufmerksamkeit ihrer Zielgruppe haben. Und ganz toll fand ich natürlich die Karikaturen von heute Morgen. Und ich habe eine hinzugefügt zu dem Friedhof der toten Websites und toten Ideen und toten Logos. Ich habe noch den Friedhof der toten Facebook-Pages hinzugefügt. Übrigens, wenn Ihnen Bilder gefallen, schreiben Sie das gerne in den Chat rein. Und wenn Ihnen auch Bilder nicht gefallen, schreiben Sie das auch gerne in den Chat. Das würde mich sehr interessieren, wie es bei Ihnen ankommt. Es ging um das Thema Zuhören. Nicht nur senden, 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 sondern sich die Frage zu stellen, was ist eigentlich die Frage? Was interessiert die Menschen überhaupt von meiner eigenen Arbeit? Es ging um das Thema Verantwortung. Ich war auch eben kurz in dem Partizipationsbarcamp dabei und da sind mir folgende Bilder zu eingefallen. Vertrau mir, ich bin Wissenschaftler. Ja, ich habe einen weißen Kittel an. Dass es nicht so geht, sondern dass es auch so gehen kann zum Thema Werte von Journalismus und Wissenschaft. Zum Teil, zum Beispiel Transparenz. Ja, so arbeiten wir übrigens. Oh Gott, wow, wusste ich gar nicht. Und dass die Insights der Wissenschaft in unseren Alltag gelangen. Wofür brauchen wir die Themen? Klar, Corona natürlich ist das beste Beispiel, aber vielleicht auch hier an der Kuchentheke. Stopp, bevor ich mich entscheide, lese ich erstmal diese 27 Paper zum Thema Zucker. Und auch der Verkäufer denkt sich, wow, 3,50 Euro, das ist viel zu einfach für meine Zielgruppe. Ich mache das Ganze nochmal ein bisschen schwieriger. Es ging um Resilienz gegen Verschwörungsmythen. Hier hat sich ein normaler Bürger mit Papers gerüstet. Und es ging darum, wie erkläre ich meine Fachsprache in Alltagssprache? Und dazu habe ich für Sie den Oma-Test. Der Oma-Test geht so, dass man seine Forschungsarbeit so erklären kann, dass selbst die eigene Oma bei Kaffee und Kuchen das Thema versteht. Ohne danach natürlich als unwissenschaftlich beschimpft zu werden. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Ja, dann ging es um das Thema Kommunikation und Wissenschaft. Und ich habe drei Negativbeispiele aus Ihren Praxisbeispielen aufgemalt. Aber keine Sorge, ich habe auch ganz am Ende die Auflösung, wie Sie es auch beschrieben haben, wie man es auch machen kann. Aber erstmal die Negativbeispiele. Hier ist ein Wissenschaftskommunikator und möchte die Forscherin überreden. Hey, möchtest du etwas zu unserer Wissenschaftskommunikation beitragen? Und die Forscherin ist eigentlich gar nicht so abgeneigt. Ja. Und der Wissenschaftskommunikator sagt, cool, hier ist dein Podcast-Starter-Set, viel Spaß damit. Ich komme in einer Woche wieder. Anerkennung. Oder das zweite Negativbeispiel. Meine Arbeit ist so spannend. Aber über meine Arbeit reden? Bin ich ein YouTube-Star oder was? Meine Arbeit ist viel zu wichtig. Und das dritte Negativbeispiel ist, oh nein, ich habe eine neue Spezies entdeckt, sagt die Naturforscherin. Wie erkläre ich das jetzt meinen Non-Peers?
Ja, da bin ich auch gespannt, sagt die neue Spezies. Und die Forscherin sagt, oh Gott, es kann auch noch sprechen. Ja, jetzt denkt ihr mal ein paar juicy Zitate aus. Juicy Zitate fiel auch irgendwann. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber mir gefielen die beiden Worte. Aber es geht auch so. Ja, die drei Auflösungen, wie man es auch machen kann. Ja, sagt die Forscherin, ich mache jetzt einfach mal so ein Medientraining. Und zack, sieht das Ganze so aus. Neue Spezies entdeckt, Wissenschaftlerin überrascht mit toller Medienkompetenz. In ganz einfachen Worten, so dass ich es auch verstehe. Oder das Beispiel mit dem Podcast. Ja, ich würde gerne mehr teilen von meiner Arbeit, aber ich weiß noch nicht wie. Ich helfe dir. Na, da ging es um das Thema Mitgefühl und Verantwortung auch füreinander zu haben. Du kannst mal so einen Podcast mitmachen und deine Inhalte besprechen und wir kümmern uns um alles Technische, jeden Adapter, jede Audioaufnahme, jede Sicherung der Audioaufnahme. Cool. Und das dritte Beispiel, der Forscher, der sich irgendwann fragt, wieso forsche ich eigentlich? Warum mache ich das? Warum bin ich an der Uni? Wofür nochmal? Für meine Karriere? Für mein Ego? Ah, um Wissen zu bekommen und das in die Welt zu bringen und sich die Warum-Frage zu stellen, bringt ihn dazu, sich auch filmen zu lassen. Ja? Halten Sie ganz genau drauf, denn die Gesellschaft hat ein Recht darauf. Das nächste Thema für Sie ist die Grauzone zwischen Journalismus und Wissenschaft. Und dafür habe ich für Sie ein Beispiel dabei, und zwar das Thema Talkshows. Herzlich willkommen zum Talk. Thema heute ist Wissenschaft. Dafür oder dagegen? Und natürlich dürfen Experten und Expertinnen in dieser Runde nicht fehlen. Sie haben leider keine Frau gefunden für die Runde, deswegen einen Experten mit Geltungsdrang. Und Sie brauchen noch irgendwie wen mit Reichweite für Ihre Runde. Wie wäre es mit einem TikTok-Star mit Reichweite? Und selbst der TikTok-Star sagt, ey Leute, das ist mir echt zu schwarz und weiß hier, ich brauche mehr Grauzonen. Wissenschaft dagegen, dafür, ich glaube, dazwischen ist noch ein bisschen mehr Platz. Tja, und nun? Also wenn ich Graphic Recording mache, dann halte ich natürlich irgendwie den Tag fest und versuche, die wichtigsten Themen einmal festzuhalten. Aber ich frage mich auch, okay, wie geht es weiter? Können wir einen Ausblick in die Zukunft stellen? Und den habe ich Ihnen so gezeichnet. Es ging ja, ein Beitrag war um das Thema Training, ja, also was können sich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aneignen, um besser Wissenschaftskommunikation betreiben zu können mit ihrem Umfeld. Und hier habe ich einfach mal ganz viele Beispiele gebracht, ne? Dass man Fach in Alltagssprache übersetzt, dass man ein Interviewtraining hat. Wie sitze ich überhaupt auf einem Stuhl? Ja? Wie gehe ich mit kritischen Fragen um? Wie verhalte ich mich überhaupt vor der Kamera? Ja? Schaue ich in die Kamera? Schaue ich nach unten? Schaue ich auf mein Skript? Wie gehe ich mit potenziellen Shitstorms um? Wer ist meine Zielgruppe? Wie finde ich die? Oder wie findet die mich? Und so weiter und so weiter. Und aus all diesen kleinen Bausteinen, die sich die Wissenschaft und die Kommunikation zusammen kocht, gibt es am Ende eine schöne, schmackhafte Suppe. Und Sie erinnern sich vielleicht, ganz am Anfang hatte ich das Bild mit dem Schwimmer. Und der Schwimmer, der in seinem eigenen Saft schwimmt, tut es nicht mehr, sondern aus all diesen Bausteinen und aus all den Inspirationen von Ihnen wird eine Suppe gekocht, die hoffentlich allen schmeckt und auch viele neue Menschen anlockt, viele neue Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich das vorher nicht vorstellen konnten. Einfach damit es mehr von ihnen gibt, damit es mehr Begeisterung gibt in ihrer eigenen Arbeit, aber auch den Impact, den ihre Arbeit auf die Gesellschaft leistet. Und mit diesen guten Wünschen verabschiede ich mich und gebe zurück ans Plenum. Ganz herzlichen Dank.